Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten und wahrscheinlich nicht letzten Super Bowl Talk des IFPÖ. Ganz narrisch schon auf die IFL, die ja auch bald bevorsteht. Jetzt sprechen wir aber über die Super Bowl, die am Sonntag über die Bühne gehen wird. Wir freuen uns alle schon sehr und haben deshalb ein paar Experten zu uns eingeladen, um nicht zu sagen die größten Experten des Landes in Sachen NFL, in Sachen Football. Ihr könnt ihnen Fragen stellen, einfach im in den Chat schreiben, was ihr fragen wollt, was euch interessiert zur NFL, zur AFL, zu den Nationalteams. Wir werden versuchen, alles zu beantworten. Unser Social Media Reporter Stefan wird für euch bereitstehen und uns die Fragen dann mitteilen, wenn er sie durchgefiltert hat. Ich stelle jetzt am besten einfach mal die Gäste vor, die heute bei uns zu Gast sind. Wir haben zuerst mal den Michael Eschelböck, Präsident des IFPÖ, der momentan noch kein Bild hat. Wir hoffen, dass das mit dem Internet sich bald legt und wir ihn sehen können. Hallo Michi, danke fürs Kommen. Hallo Kevin, ja, also ich sehe mich selbst, Okay. warum ihr mich nicht seht, aber vielleicht ist eh besser so, wer weiß. Nein. Das glaube ich nicht. Vielleicht funktioniert es ja dann später noch. Dann darf ich als nächstes vorstellen, Walter Reiterer, bekannt aus Funk und Fernsehen. Hallo, danke fürs Kommen, Walter. Guten Abend, ja, mich kann man sehen, gell? Ja, ich bin im Bild, im Gegensatz zu meinem Tja, alten dich Herrn. kann man sehen und wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir sehen, Walter. Okay. Ich habe mir Auf extra Puls geschminkt. 24 hat man, auf Puls 24 Dann hat der man heute nächste selbst in der Runde, in der Reihe, Max Sommer, gemacht. Head Coach des österreichischen Nationalteams und bestimmt auch einer, der mit Expertise heute nicht spannen wird. Hallo Max, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung in diese illustre Runde. Sehr gerne. Wir machen weiter, wenn wir gerade wieder in Österreich sozusagen gelandet sind. Hallo Anton Wegan von den Dutch Vikings und aus dem österreichischen Nationalteam. Danke fürs Zeitnehmen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch, dass ich mit der Creme de la Creme des Footballs Wissens quasi hier am virtuellen Tisch sitzen darf. Das ist sehr nett und treffend formuliert. Danke, Anton. Wir machen weiter mit dem Head Coach des Waco Raiders, Kevin Herron, Neo-Head Coach eigentlich, obwohl du jetzt eigentlich schon ein Jahr bei den Raiders der Head Coach bist, hat sich leider nicht viel abgespielt. Hallo, Kevin. Ja, danke. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auf unser Abend heute. Wir werden sicherlich noch darauf eingehen, wie es jetzt weitergeht. Und zu guter Letzt, aber nicht vergessen, Edi und Marian von Deli Hadl. Grüß euch. Grüßt, meine Lieben. Warte. Hallo. Einmal kurz Schleichwerbung und dann habt ihr Ruhe. So. Din, Erledigt. Danke für die Einladung auch. Sehr gerne, sehr gerne. Gut, ich hätte gesagt, wir starten gleich mal. Wie gesagt, am Sonntag. Die Super Bowl, das Event, auf das sich jeder Football-Fan freut, ab dem Zeitpunkt, wo sie vorbei ist, schon auf das nächste Jahr. Ich würde vielleicht den Michi mal bitten, kurz die NFL-Saison Revue passieren zu lassen. Mit den Schwierigkeiten, die es gab, was Corona betroffen hat, mit dem, was man gerechnet hat, wer vielleicht in der Super Bowl stehen wird und vielleicht auch mit dem, was die eine oder andere Überraschung war in dieser Saison. Naja, gestartet hat es mit Corona und allen möglichen Überlegungen, wie denn so eine Saison vonstatten gehen kann. Auch das Beobachten anderer Sportarten, Bubble zum Beispiel im Basketball etc. Die NFL hat sich aber dann nach Abwägen verschiedener Möglichkeiten dafür entschieden, unter Anführungszeichen normal zu spielen, die Spieler jetzt nicht zu isolieren, wiewohl man die Spieler gebeten hat, quasi die Kontakte auf das dringend Notwendigste einzuschränken. Und man ist mit dieser täglichen Teststrategie gefahren. Das sind also seit August um die 2 Millionen Tests gewesen. Wir haben letztens mit dem Sandro Platzgummer gesprochen. Der hat gesagt, bei 187 oder so hat er aufgehört zu zählen irgendwann einmal. Also die haben das wirklich strikt, jeder, der mit einem Team zu tun hat, also nicht nur Spieler, Coaches, Betreuer, sondern auch Staff der Teams etc. etc., wurden und werden täglich getestet, sowie auch die Journalisten vor Ort, obwohl es überhaupt nicht mit Spielern in Kontakt kommen, auch
Das Reporter- und Journalistenkorps derzeit vor Ort in Tampa Bay wird täglich getestet. Also die nehmen das ganz genau. Und der Erfolg hat ihnen im Prinzip recht gegeben. Alle wissen ja, es hat die vereinzelten Fälle bei den Teams gegeben. Das eine Team hat es ein bisschen schwerer erwischt als das andere. Es wurden dann auch Spiele verschoben bis zu einer Woche. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, hat die NFL das wirklich mit Bravour gemeistert, auch wenn das ein oder andere Spiel Covid- oder Quarantäne-bedingt vielleicht der ein oder andere sogar Schlüsselspieler gefehlt hat. Aber der hätte es ja genauso gut verletzen können. Schauen wir auf die San Francisco 49ers, die mehr oder weniger schon nur mal mit dem halben Team begonnen haben, aber nicht wegen Covid, sondern wegen diversester Verletzungen ihrer Schlüsselspieler. Und ja, die Saison hat einige Überraschungen gebracht, viel Emotionales auch dabei, wenn wir alleine die Geschichte des Washington Football Teams nehmen wollen und wenn ich Daily Huddle da sehe, wir haben ganz am Anfang ja im Hotel Penta mal auch so ein Interview gemacht und da habe ich die Washington Redskins so ein bisschen angesprochen. Ich habe gelacht. Bang, Redskins, 2 €. Ja, also Washington Football Team, aber genau dort will ich eigentlich hin, sozusagen die Umbenennung dieses Teams in der Offseason, neuer Head Coach, neuer General Manager, Minority Hirings mit Rivera, obwohl der ja schon bei den Carolina Panthers war, die Krebserkrankung von Rivera, das Comeback von Alex Smith, der Fast-Einzug in die Playoffs, also da hat es viel, viel Emotionen natürlich auch gegeben. Super Performance der Cleveland Browns, die ich lange hochgelobt habe und kaum erwähne ich sie nicht mehr, kommen es weiter in den Playoffs, schalten die Pittsburgh Steelers aus. Also da hat es durchaus die eine oder andere Überraschung gegeben und wir haben es ja, ich finde, eine höchst spannende Saison erlebt. Auch wenn die NFC liest, wie du sie so gerne bezeichnest hast, Walter. Aber dort wollte zuerst keiner gewinnen und dann war es doch noch spannend, unter Anführungszeichen. Wir haben wirklich eine abwechslungsreiche Saison gehabt, finde ich, mit vielen tollen Aktionen, mit teilweise unglaublichen Ergebnissen. Ja, und dass jetzt Tampa Bay mit dem Tom Brady im Super Bowl steht, der das erste Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers ist, der ja eh schon the GOAT ist, ist natürlich wieder a story of its own. Es ist gut, dass du es jetzt erwähnt hast, dann muss ich es nicht erwähnen, dass Tom Brady GOAT ist. Ich hake da vielleicht gleich ein, weil wir jetzt kurz noch das Corona-Thema fertig sprechen und dann sind wir auch dabei, dann belassen wir es auch dabei. Lieber Walter, glaubst du, dass die Corona-Situation vielleicht da etwas verfälscht hat sozusagen, weil Spiele ausgefallen ist, weil Spiele verschoben wurden oder wären es sozusagen sowieso die Bucks und die Chiefs in der Super Bowl gewesen? Also ich glaube, die Verfälschung ist nicht so arg gewesen, dass man darüber reden müsste, ob die Saison sinnvoll oder sinnlos war. Ich glaube, das hat schon gepasst im Großen und Ganzen so. Es hat sich ja gezeigt in den Playoffs auch, wie stark Tampa Bay sein kann, wenn es so spielen, wie sie maximal spielen können. Ich glaube, dass sie jetzt relativ am ersten Zenit schon sind. Da geht schon noch ein bisschen mehr raus nächstes Jahr. Aber ich würde mal meinen, dass die Bucks da nicht ganz so unrecht in dieses Playoff gekommen sind und auch weiter über Washington, über New Orleans, über Green Bay. Das sind ja jetzt irgendwie keine No-Names gewesen, die sie mal geschlagen haben. Und bei Kansas City war das, hat man eigentlich von Beginn der Saison an gewusst, mit denen muss man rechnen. Die kommen da nochmal rein. Und der Michi und ich haben, wir erwähnen das immer wieder gern, Ende September spaßeshalber eine Super Bowl für ein Kunstprojekt kommentiert, schon fertig kommentiert. Wir haben schon ein Endergebnis, 24-24, geht dann in die Overtime. Das war Kansas City Chiefs gegen Bucks. Das haben wir uns mehr oder weniger gewünscht, weil wir einfach das Matchup haben wollten, die Bucks zu Hause im Stadion mit dem alten Brady gegen den nächsten GOAT, wahrscheinlich Patrick Mahomes. Und ich glaube nicht, dass da eine Verfälschung gegeben hat im Laufe der Saison, wie der Michael erwähnt. Die 49ers haben ja auch schon einen Haufen Verletzte gehabt, bevor Covid überhaupt ein Thema dann drinnen war. Es hat einmal eine Aktion gegeben, wo Tennessee gehakt hat. Einmal hat bei Denver, war kein Quarterback available, ganz sorry, wenn Denver hätte mit Aaron Rodgers spielen können und sie wären 7-9 gegangen.
ich glaube nicht, dass das allzu viel verändert hat. Und ich glaube, dass die zwei Mannschaften, die jetzt im Finale stehen, auch die richtigen beiden sind. Weil du gerade Tennis erwähnt hast, ich habe gestern mit dem Anton telefoniert, der hat mir verraten, dass die Titans sein Team sind und dass er nach vielen Jahren Leid heuer wieder viel Gutes gesehen hat, Anton. Ja, jetzt freest. Anton ist frozen. Anton ist frozen. Gut, dann mache ich mal anders weiter. Walter hat es schon angesprochen, Brady versus Mahomes, also es könnte GOAT momentan sein gegen Zukunfts-GOAT sozusagen. Glaubt ihr, lieber Edi, lieber Marion, dass, wenn jetzt der Mahomes sozusagen gewinnt, dass er den Brady damit in die Rente schickt und damit seinen Weg jetzt öffnet? Der Walter sagt schon nein, aber der kann dann gerne auch was dazu sagen. Ich möchte noch vorher was aufgreifen, was der Walter richtig gesagt hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig in der Runde, dass die Kansas City Chiefs wohl wahrscheinlich alle im Super Bowl gesehen haben. Die Tampa Bay Buccaneers, und da haben wir mit vielen Fans und Experten im Vorfeld der Saison gesprochen, haben sich auch sehr viele gewünscht, dass eben die Tampa Bay Saints in den Super Bowl einziehen. Wir wissen auch den Grund aller, ist natürlich Tom Brady, ist viel diskutiert worden, ist er System-Quarterback, profitiert er so sehr von Billy Belichick. Schlussendlich sind die jetzt wirklich im Super Bowl und für mich ist es wirklich, wirklich geile Partie und auf die freue ich mich drauf. Edi? Ja, zu deiner Frage, ich meine, ob Mahomes den Brady quasi ablöst und in Rente schickt, ich meine, bei allem Respekt vor Mahomes, dem gehört, also der ist sicher das Gesicht der NFL künftig, zeigt ja auch der Mördervertrag, den er unterschrieben hat, aber um einen Brady abzulösen, da gehört schon einiges dazu. Also ich meine, 10. Super Bowl-Teilnahme, die sagt eh alles. Ja, es ist ein weiter Weg, aber er ist, denke ich, auf einem guten Weg und letztens erst der Statistik gelesen, wenn die Chiefs jetzt gewinnen, ist der Mahomes der jüngste Quarterback, der 2 Super Bowl-Ringe gewinnen kann und würde damit Tom Brady ablösen. Also vielleicht ist das mal so der erste Schritt, um ein bisschen an diesem Denkmal Brady kratzen zu können. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr weiter Weg, glaube ich, für den Mahomes. Aber es ist ihm durchaus zuzutrauen, muss man auch sagen. Und es ist ein Denkmal Brady, wie du schon gesagt hast. Ja, weiter. Ja, wenn man 10-mal im Super Bowl steht, dann ja, verdient. Und ja, das muss ihm erstmal einer nachmachen. Walter, ich glaube, du wolltest dem beipflichten, oder? Ja, also ich sehe das alles so. Ich glaube auch, dass mit dem Brady, das wird noch dauern, bis man den als GOAT ablöst. Es gehört ja nicht nur der Mahomes dazu, da gehört ja auch die Mannschaft dazu. Die New England Patriots haben sie geschafft, auch mit dem Coaching-Staff, mit dem Herrn Belichick, über Jahre ein Team zu haben, vor allem auch eine Defense zu haben, die wirklich, wirklich on top oben mitspielt, und du brauchst auch Mannschaftskollegen, die dich dorthin bringen. Der Herr Brady alleine, beziehungsweise der Herr Mahomes alleine, wird es nicht schupfen können. Ich glaube aber, dass Andy Reid ein Coach ist, der das auch zusammenbringt, und wir haben ja schon gesagt, wenn er jetzt die Super Bowl gewinnen sollte, der Zweite, dann wäre er der Jüngste mit 2 Titeln, dann ist er on pace, ihn zu überholen. Aber da gehören so viele Dinge noch dazu in Zukunft. Wie schaut die Mannschaft aus in 3 Jahren, in 4 Jahren? Irgendwann einmal wird der Herr Kelce vor dem Herrn Mahomes in Rente gehen, der Herr Hill wird irgendwann einmal nicht mehr da sein und so weiter, die ganzen Waffen, die er hat. Das heißt, man muss von Jahr zu Jahr schauen, wie sich das Team umbaut und dann das Level halten. Ich glaube, das ist viel schwerer, als die Mannschaft mal zusammenzustecken, ein System zu etablieren, das dann allerdings dann noch weiterzuführen, ist, glaube ich, eine andere Nummer. Ich glaube, dass Reed das schaffen kann. Ich glaube, dass das eine Dynasty werden kann und dass die Franchise über Jahre dominant sein kann, so wie New England, aber sicher kann man sie da nicht sein. Also ein Fakt, den man auch rausgelesen hat, warum der Brady angeblich so gut funktioniert in Tampa Bay, ist, dass die Zusammenarbeit mit dem Head Coach unter anderem und die Freiheiten, die er dort genießt im Vergleich zu den Patriots. Max, Bruce Arians ist dir als Steelers-Fan wahrscheinlich ein Begriff, oder? Ja, absolut. Aber in der Zeit, als ich so richtig NFL-Junkie war, was ich wirklich nicht mehr bin, also bitte verzeiht mir vielleicht den einen oder anderen NFL-Ausrutscher, so der letzten 3 bis 5 Jahre, da war ich nicht mehr so ganz into it. Aber Bruce Arians hat sich auf jeden Fall ausgezeichnet, auch in den weiteren Stationen als Spielertrainer. Dafür ist er bekannt. Und der mit Persönlichkeiten und Charakteren gut umgehen kann, weil er ein gutes Distanzgefühl hat,
Und das, was er da in Tampa Bay hat, das darf man nicht vergessen, dass das nicht nur Tom Brady ist, der da ein richtig Big Name Guy in Tampa ist. Das ist da was schon zusammengekauftes in einer Phase in der Karriere von vielen Spielern, die noch keine Super Bowl haben und die noch einmal all in gegangen sind, um diese eine Super Bowl in ihrem im Leben zu gewinnen. Auch ein Dominican Sue an der Offense, die Waffen mit Mike Evans. Das ist schon insgesamt, wenn man das auch anschaut, Jason Pierre-Paul, das sind schon Big Name Dudes, die dann noch einmal zusammenkommen und fast wie ein All-Star-Team spielen. Und dafür ist so ein Typ wie Bruce Arians dann natürlich genial. Da braucht man dann keinen MFer, der alles besser weiß und der ganz ein enges Regime führt, obwohl er MFer ist, aber eher auf eine kollegiale Art. Ja. Und der lässt es locker genug und hat dem Brady die Schlüssel in die Hand gegeben und Brady ist losgefahren mit dem Karren und das hat er extrem gut gemacht. Der Kevin hat da gerade gegrinst, als du das MF gesagt hast. Ja. Das ist so, das auch kann man das laut aussprechen? Na, multifunktional, glaube ich. Heißt. Erwachsenenwörterbuch. Google. Nee, ich kann dem Max nur zustimmen. Ich denke, dass der Bruce Arians eben ein guter Coach ist, eben für solche Veterans, die am hinteren Ende ihrer Karriere sind, die nicht mehr unbedingt jetzt wie junge Spieler jetzt viel Direction brauchen, sondern einfach froh sind, wenn sie zur Arbeit erscheinen können und einfach ihr Ding machen können. Und ja, und ich glaube, diese Kultur haben Tampa Bay mit Bruce Arians und der holt dann nochmal alles bei denen raus. Und ich glaube, die wissen auch alle, worum es geht am Ende des Tages. Ne? Die sind hungrig und die wissen, dass die Uhr bald geschlagen hat auf ihre Karriere und deswegen sind sie jetzt da, wo sie sind. Marian, du hast aufgezeigt. Wolltest du noch was dazwischen? Nein, weil es mir aufgefallen ist. Ja, gerne. Und das hat mir auch irgendwie getaugt, weil er doch unter der Saison auch in Herrn Brady auch zweimal und das ziemlich eigentlich offensichtlich auch kritisiert hat. Wir können uns alle erinnern, dass der Brady am Anfang, Mitte der Saison ein bisschen ein Problem hatte, auch mit den Deep Balls, hatte da auch die eine oder andere Interception. Und da ist er dann doch sehr offensiv geworden und hat Tom Brady auch stark, also sagen wir mal, kritisiert. Und das hat man schon irgendwie getaugt, aber das ist dann abgeprallt. Und wie wir alle wissen, Brady zum Ende der Saison in der Postseason läuft auf Hochtouren und ja, ist mehr als zur alten Stärke, kann man sagen, fast zurückgekehrt. Angeblich der Season-Changer für die Bucks war da, ich glaube in Woche 4, 5, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Niederlage gegen Dolphins, sowas in die Richtung, also gegen ein Team, gegen das man nicht verlieren sollte. Als sie wieder, wie das Jahr zuvor, durch Strafen und Turnovers verloren haben und da hat anscheinend einen ziemlichen Ausraster gehabt und hat allen einmal den Kopf gewaschen, wie wir in der Steiermark sagen, oder ich weiß nicht, wie das auch so sagt. Und hat gesagt, dass das so nicht funktioniert. Und der Turnaround von Statistiken 2019 auf 2020 in Strafen und in Turnovers ist unglaublich. Und das ist die Disziplin, die der Brady in das Team gebracht hat, nicht der Bruce Arians. Wobei, Entschuldigung, wenn ich reingrätsch, die Verbesserung im Vergleich zu den Turnovers ist halt ein bisschen ein Unterschied wahrscheinlich zwischen Jameis Winston und Tom Brady. Ja, ich stelle dann mal einfach ganz offen die Frage in den Raum. Was spricht denn generell für die Bucks bzw. für die Chiefs in dieser Super Bowl? Also wir haben jetzt schon über Quarterbacks gesprochen, wir haben über Head Coaches gesprochen. Was könnte der X-Faktor, wie man schon so schön sagt, sein, der dann dieses Spiel entscheidet? Wer zuerst spricht, spricht zuerst. Ja, bei den Chiefs ist es relativ klar, das ist die Offense und die Unberechenbarkeit, die Gefährlichkeit, die von Mahomes ausgeht und seinen Mitspielern, die Geschwindigkeit, die mit der sie zu spielen imstande sind. Derek Hill ist der schnellste Mann am Feld und die Art und Weise, wie Mahomes spielt, das ist teilweise atemberaubend, Snaps zu nehmen in der Motion und diese Shovelpässe aus dem Handgelenk, die aber trotzdem wie ein Laser daherkommen, der macht ja Dinge, die man vorher
in der Form ja noch gar nicht gesehen hat. Ich bin gestern irgendwie vom Vorarlberg TV gefragt worden, ob jetzt das der neue Quarterback-Typ ist. Ich wüsste jetzt nicht, wer am College ist, der so Football spielen kann. Die, die jetzt nachkommen, sind sicher super und die, die da vor ihm waren, sind auch lässig. Der Russell Wilson ist ein ähnlicher Typ von der Mobilität her, aber der kann solche Dinge nicht. Ich glaube, dass das ein Riesenfaktor wird, wie gesund er ist, wie gut sein Zeh beieinander sein wird. Wie sehr er auf seine Mitspieler zählen kann, das wird wahrscheinlich voll sein, weil der Herr Kelce ist fit, der Herr Hill ist fit und in der zweiten Reihe stehen Leute wie ein Watkins herum, der Edwards Elea kann eine Bälle fangen, also es ist ein eigentlich, wenn man sagt, auf der einen Seite steht ein All-Star-Team mit den Bucks, auf der anderen Seite steht ein Superstar-Team, ohne dass man jetzt tief in die Superstar-Kiste gegriffen hat. Man hat das peu à peu in den letzten Jahren zusammengebaut. Das war Andy Reid hauptsächlich, der das gemacht hat. Und das ist jetzt ein Team, wo jeder in dieser Offense eigentlich eine gefährliche Waffe für Mahomes ist. Und das ist auf Seiten der Chiefs zumindest ein entscheidender Faktor. Auf der anderen Seite, vielleicht sagt das wer andere, wäre es für mich dann halt die Defense an der Buccaneers, an der es liegen würde. Das zu minimieren, zumindest halbwegs einzuschränken. Jeder Drive, der mit 0 Punkten oder mit 3 endet, ist, glaube ich, ein Erfolg für Tampa Bay. Ich ja, vielleicht steigt Kevin. Ja, sicher. Ja, Michi, bitte. Entschuldige, weil ich kann ja nicht aufzeigen, weil man sieht mich nicht. Ich hänge mich da beim Walter vielleicht kurz an, natürlich mit der Offense der Chiefs. Wird aber ein bisschen sozusagen back to basics gehen. Ich unterschreibe all das, was der Walter gesagt hat. Das, was mir in Wahrheit Sorgen macht bei den Kansas City Chiefs in der Offense, ist die Offense-Line, die dann doch auf 2 Starter verzichten muss. Und das wird wahrscheinlich ein Angriffspunkt dann auch der Buccaneers sein, die das entsprechend austesten werden. Das macht natürlich auch etwas mit den Spielzügen, das macht was mit Mahomes und das wird möglicherweise auch was mit dem Laufspiel machen, das die Chiefs aber sicher brauchen werden, wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen. Fertig. Ja, ich denke auch, dass wie immer zu diesem Zeitpunkt der Saison ist es immer wichtig, na, wer am gesündesten ist. Ne? Und wenn man die Verletzungen anschaut auf beiden Seiten, wie der Michael schon gesagt hat, die Offensive Line bei den Chiefs, aber dann auch die Safeties bei den Bucks. Es wird auf jeden Fall interessant, wer da dann tatsächlich aufläuft und wer da auch sein Ganzes da geben kann. Ne? Weil wie schon angesprochen, die Waffen, die Kansas City hat, auf der Receiver-Position wird man im Backend von Seiten Tampa Bay ja irgendwie halten müssen. Ich erwarte von Todd Bowles ein bisschen mehr zu pressuren, als was er in Week 12 gemacht hat. Er hat untypischerweise wenig gepressured bei ihrer Begegnung dieses Jahr. Und ich glaube, dass er da auf jeden Fall mehr machen wird. Schon alleine, dass der Mahomes ja auch eben angeschlagen ist und die O-Line angeschlagen ist. Und um dann dem Backend und dem Backfield ein bisschen mehr Luft zu gönnen. Ich glaube, der Verletzungsfaktor und wer tatsächlich dann am Feld steht und alles geben kann in Topform ist, das wird sehr entscheidend sein. Da schließe ich mir da mal an, der X-Faktor, den du angesprochen hast, sehe ich auch im Pass-Rush der Tampa Bay Buccaneers. Das hat man auch gegen Green Bay schon gesehen, dass das schon ganz schön nasty ist, wenn da Sue und JPP um die Ecke kommen und noch der Barrett dazu. Und beste Coverage ist ein Quarterback am Boden. Und dementsprechend glaube ich, dass das der X-Faktor werden könnte. Der Brady kennt es, als er gegen die Giants verloren hat in der Super Bowl, was Pass Rush, damals noch Strahan und ich glaube auch JPP war schon dabei, gemacht hat. Dementsprechend könnte das der X-Faktor werden, das gegen die Chiefs spricht, in meinen Augen. Darf auch nicht vergessen, Max, dass der Wea wieder fit ist. Max, weißt du, wer der Defensive Coordinator der Giants war 2012? Chiefs bei Null auch. Genau. Der Chiefs, ja. Der Giants. Der Giants, ja, Spagnolo, Null, ja. Einer der Besseren, gell, in der Liga, glaube ich. Der war dann Headcoach, wo? Rams? Ja. Gut, Anton, wollte bei den Chiefs, ne? Ja. Ich hoffe, ich bin wieder unfrozen ein bisschen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, es schaut besser aus. Okay. Gut. Wie gesagt, das... Sprich. Entschuldige. Jetzt noch zu dem Matchup wollte ich noch was dazu sagen.
Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es in der Vergangenheit so ein spannendes Matchup gab, wie die Bucks Defense die KC Offense handeln wird. Weil wir haben ein Spiel gesehen damals in der Regular Season mit zwei unterschiedlichen Hälften. In der ersten Hälfte oder im ersten Viertel ist ja gar nichts gegangen für die Buccaneers. Die haben versucht, Man across the board zu spielen. Und es geht natürlich gegen Tyreek Hill für ein bisschen daneben gegangen, für bei 200 Yards, glaube ich, im ersten Viertel schon. Und deswegen wird es spannend sein, wie sie es machen. In der zweiten Hälfte sind sie dann mehr eben in diese Too-High-Safety-Look reingegangen, haben versucht, den Tyreek Hill zu bracketen, den Kelsey zu bracketen und eben nicht zu blitzen und eben deshalb nicht, weil Mahomes einfach so gut gegen einen Blitz ist, das ist unfassbar. Ich glaube, 18 Touchdowns, eine Interception diese Saison. Deswegen glaube ich, Key wird sein, dass die D-Line im Foreman-Rush eben genug Pressure anbringt bei Mahomes. Und überhaupt in diesen Third-Down-Situations, wo die Chiefs ja so unglaublich gut sind, Third and Long, das Einzige, wo sie da nicht so gut sind oder was der Mahomes da eben immer macht gerne, ist, er droppt immer so extrem tief und das könnte ein Vorteil für die Buccaneers werden, dass sie da mit dem Pass-Rush homekommen quasi und den sacken können. Also ich bin schon ganz gespannt, wie das von der Taktik her ausschaut, wie sie das angehen werden. Ich muss sagen, es ist schon ziemlich beeindruckend, wie sehr ihr da ins Detail geht und ganz genau schon die Vorstellung habt, was passieren könnte, was wir machen könnten. Wie schon angekündigt, wir haben Zuschauerfragen aus dem Chat, die der Stefan die ganze Zeit, während wir hier sprechen, schon mitbearbeitet und mitschreibt. Ich gebe deshalb mal zum Stefan rüber, der euch ein paar Fragen aus der Community liefern wird. Bitte, Stefan. Hallo, liebe Community hier aus unserem kleinen, feinen Corner. Ihr seht es hier auf der linken Seite, beziehungsweise auf der rechten Seite für euch. Wir haben da den Chat eingeblendet. Wenn ihr Fragen habt an die illustre Runde, dann stellt sie hier. Ihr könnt auch gerne die Frage stellen an eine bestimmte Person, dann schreibt es einfach da rein. Und außerdem haben wir gerade eine Abstimmung am Laufen, nämlich eine kleine Umfrage im Publikum, wer denn den Super Bowl gewinnen wird. Ob das die Bucks oder die Chiefs sind, einfach abstimmen mit Ausrufezeichen Vote Bucks, B-U-C-S, oder Ausrufezeichen Vote Chiefs. Und wir lösen am Ende der Übertragung dann auf, wie in unserer Community das Spiel ausgeht, zumindest was mal die erste Wasserstandsmeldung aus der Community ist. Und dann gleich mal eine Frage, und zwar bezüglich der Roster an unsere ganze Runde. Ihr seid ja die Insider. Da gab es ja diesen kleinen Eklat von dem einen Spieler, der beim Friseur war und jetzt vielleicht gesperrt ist und nicht spielen kann. Habt ihr generell Updates und was ist eure Meinung zu solchen Vorfällen? Kevin, wieder zurück zu dir. Ja, nicht zurück zu mir, zurück zu euch. Ich gebe die Frage natürlich gleich weiter. Barbergate. Ja, Freigeht und Geflät geht Barbergate. Mag sein, dass es an Tom Brady liegt. Komisch, dass er immer involviert ist. Das ist jetzt eine böse Behauptung. Ich finde es extrem kurios, also eine Saison, die halt von Covid geprägt ist und so wie es die Runde eh vorhin schon gesagt hat, trotzdem eigentlich sehr gut über die Bühne gebracht worden ist. Und im letzten Spiel kann dann ein Friseur irgendwie dafür sorgen, dass da doch noch einmal ein Risiko reinkommt, ist schon heftig. Aber ich glaube, es schaut so aus, wie wenn alle, die da irgendwie dabei sein könnten oder davon betroffen sein könnten, doch spielen können. Also diese Friseurgeschichte hat jetzt keine größeren Auswirkungen, dürfte gerade noch gut gegangen sein. Außer, dass der Herr Kilgore, glaube ich, jetzt nur auf einer Seite Haare hat und auf der anderen nicht. Aber es soll nichts Schlimmeres passieren, glaube ich. Momentan auf jeden Fall einmal auf der Corona-Liste. Wird wahrscheinlich dann, wenn er negativ ist, runterkommen. Genauso wie der Marcus Robinson war, glaube ich, der Zweite. Ja. Wir sind da jetzt mal auf Hold und das wird sich dann, nehme ich an, morgen im Laufe des Tages. Mittlerweile werden sie ja sogar zweimal am Tag getestet. Also ich gehe davon aus, dass die beiden dabei sein können. Und denkt daran, es waren ja nicht die einzigen Aussetzer, wenn ich jetzt das Stichwort Wayne Haskins hernehme, der im Stripclub abgefeiert hat ohne Maske, unter anderem. Also es gab schon die eine oder andere Sache, die jetzt nicht so komfort war, Covid-19 vor, aber ja, ich glaube, es lässt sich auch, wie man sagt, über diesen langen Zeitraum was wahrscheinlich auch nicht zu 100% verhindern. Es wird aber auf jeden Fall eine schöne Stange Geld kosten. Stripclub und Stange.
Ich wollte gerade fragen, ist es jetzt das Schlimme gewesen, dass er ohne Maske dort war oder dass er dort war? Das habe ich jetzt nicht rausgehört. Ja, mit Maske im Strip-Club ist, ja, ich weiß es nicht. Ich gehe ins Strip-Club könnte teuer werden, ne? Ich denke mir halt irgendwie, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber wahrscheinlich ähnlich. Da wird so darauf geachtet, dass nichts passiert, dass jeder nur zum Training geht und wieder nach Hause sozusagen. Und dann gerade vom Super Bowl passiert dann sowas wie bei diesem Friseur, weil man noch unbedingt zum Friseur gehen muss. Nein, ich glaube schon, dass es der Team-Barber war, oder? Also ich glaube nicht, dass es ein externer Barber war. Und das war irgendwie das Problem an dem Ganzen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das war der Teamfriseur, ja? Ja. Okay, das war einer, der alle angesteckt hat. Ja. Oder vielleicht angesteckt hat. So. Auch nicht schlecht. Wir in Team Austria, Michael Eschelberg, suchen übrigens noch einen Teamfriseur, wie du siehst. Also ich warte, bis er da ist. Ich könnte es machen. Okay, danke Walter. Ich habe eine Heckenschere. Alles klar. Die braucht man dann eh schon, vielleicht Max, die Heckenschere. Ja, ja. Wenn du es schon ansprichst, das ist vielleicht mal eine gute Überleitung, eine kurze, nach Österreich von der NFL. Es ist nicht so weit, wir können eine gute Brücke bilden. Und zwar mit Sandro Platzkummer, Bernhard Seikowitz und Leo Misangumukini. Über Sandro ist jetzt schon ganz viel gesprochen und berichtet worden, zu Recht, weil er ja jetzt schon ein Jahr in New York verbracht hat bei den Giants im Practice Squad. Er sich gut geschlagen hat, wie er uns selbst erzählt hat, und sehr motiviert ist und sehr positiv gestimmt ist, dass das auch so weitergehen wird. Den Leo und den Bernhard hast du im Juniorennationalteam als Head Coach betreut sozusagen. Was fällt dir zu den beiden an? Ah, nicht als Head Coach, Entschuldigung, als Offensive Coordinator. Als Offensive Coordinator, ja. Das war eine verrückte Zeit, weil die zwei Jungs, wo der eine jetzt Titan und der andere D-End ist, haben damals Quarterback und Wide Receiver gespielt. Und das ist noch nicht allzu lange her. Und da hat es noch geheißen, Seikowitz auf Misangumukina für Touchdowns im EM-Finale in Dresden gegen Deutschland. Also es ist ein skurriler Change of Situation. Ja, beide körperlich begnadet, aber dazu habe ich es vor allem beim Bernhard Seikowitz so unvorstellbar mitbekommen, mit welchem Biss und mit welcher Kontinuität der Junge trainiert hat. Und auch der Leo, glaube ich, hat sich da noch einmal einen Step Richtung Reife, einen super Step Richtung Reife, persönlicher Reife gemacht. Und ja, mega cool. Und ich glaube, wir sollten aber nicht vergessen, auf den Thomas Schaffer, der dem ganzen NFL-Sprung mindestens genauso nahe ist, ja, der wirklich in einen Draft entert von einer Schule, die bekannt ist für Defensive Line Rollenspieler und andere sehr gute Footballspieler, wie die Kollegen im blauen Leiberl unten sicher wissen, die dann eher unlucky waren leider. Also ich glaube, dass der Thomas da auf jeden Fall auch zu den großen vier NFL-Hoffnungen gehören soll und wir auch über ihn sprechen sollten. Absolut. Auf jeden Fall, ich wollte ihn da gar nicht rauslassen. Michi, bitte. Nein, der Max hat schon recht. Wobei der Thomas natürlich ein bisschen ein anders gelagerter Fall ist, der einerseits näher dran ist, weil er diese ganze College-Laufbahn durchlaufen hat, aber andererseits mit Verletzungen zu kämpfen hatte, dann dadurch auch nicht so oft in den vergangenen Jahren zum Einsatz gekommen ist, also nicht so viel zum Herzeigen hat, bis auf diese Covid-Saison, die aber für ihn wieder den Vorteil hat, dass viele Colleges gar nicht gespielt haben, daher der Fokus auf eine überschaubare, unter Anführungszeichen, Anzahl von Colleges gelegen ist und er da ganz gut performt hat und in der Defense ja in manchen Kategorien auch State Leader war. Also das finde ich, wird für mich auch sehr interessant, ob und wann er gedraftet wird. Also meine Prognose ist, wenn er gedraftet wird, wird es wahrscheinlich eher so in Runde 6, 7 sein, was aber mindestens so eine Geschichte ist wie Super Bowl daheim oder zum 10. Mal im Super Bowl stehen, weil er wäre der erste Österreicher, der gedraftet wird, weil die Herren Fritsch und Lienhardt, die sind ja vom Fußballfeld quasi hinübergewechselt. Und der Herr Raimund Wersching, der als Fünfjähriger von Monze hinübergegangen ist, war ja ein undrafted Free Agent sozusagen, der dann von den San Diego Chargers aufgegabelt worden ist. Also Thomas Schaffer könnte wirklich der erste Österreicher sein,
der gedraftet wird. Wobei das natürlich, wenn es nicht wird, nicht aller Tage Abend ist. Siehe Raymond Wershing, der undrafted war und dann zwei Super Bowls gewonnen hat mit den 49ers. Also kann durchaus sein, dass ihn das eine oder andere Team als Free Agent einmal nimmt. Und du musst dich dann sowieso, ob du jetzt in der 6. Runde genommen wirst, in der 7. oder als Free Agent bist, du musst dich dann sowieso in den Trainingscamps beweisen. Weil die 6 und 7 Runden Picks, die sind auch so schnell wieder weg, wenn sie dort nicht entsprechend performen und ihre Leistungen bringen, dass es fast wurscht ist, ob du gedraftet worden bist oder nicht. Also er muss nur die Chance bekommen und die muss er dann halt beim Schopf ergreifen. Kevin, ich würde noch gerne einen Fun Fact bringen zu den vier Jungs. Platzgummer, Saikovic, Misangomokini und Schaffer haben damals auch wieder Anton, hier, der auch neben uns sitzt, also so schließt sich der Kreis, alle in einem Junioren-Nationalteam gespielt damals. Das war ein ziemlich verrücktes Team, wenn man sich das jetzt so rückblickend anschaut und sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass die vier alle in einem U19-Team gespielt und dominiert haben. Das war ganz ein cooles Jahr für uns damals. Ja, Anton, du weißt also, wo es hingeht, oder? Ist on. Keine Pressure, ja. Nein, ich muss auch sagen, es ist ja, ich habe das mit Coach Sommer schon mal vor einem Monat oder so besprochen. Ist ja unglaublich schön zu sehen, wie österreichisches Talent jetzt richtig nach Amerika kommt. Und das auch über verschiedene Wege. Wir haben einmal den College-Weg, der Thomas Schaffer gegangen ist. Und dann haben wir noch den europäischen Weg. Also wir können wirklich zeigen, dass wir in Österreich NFL-Talent ausbilden können, das auch eben athletisch so gut drauf ist. Eben schauen wir uns Sandro Platzgummer an, der ist jetzt von der Size nicht irgendwie außergewöhnlich, sondern ein, ich sag mal, 0815-Spieler, aber eben von seiner Athletik so herausragend, dass er es rüber geschafft hat. Also ich glaube, das ist echt ein großer Schritt für den österreichischen Football und die beste Werbung, die es gibt eigentlich. Ja, und Anton hatte damals den längsten Touchdown-Run in diesem Spiel. Also er steht denen noch nichts nach, um das noch dann zu vollenden, die kleine Anekdote. Na, wir haben ja in Österreich viele Spieler, die, bevor es dieses Programm gab oder bevor der Fokus überhaupt auf Österreich gefallen ist, ja tolle Performances geliefert haben und es sich auch verdient hätten, quasi in so einem Programm zu sein. Das muss man auch ganz klar sagen. Wobei der Fokus auf Österreich eigentlich gefallen ist im Herbst 2019 bei diesen NFL-Tryouts, also International Pathway Program Tryouts in Köln, glaube ich, war das damals. Ich habe dann nachher mit dem Will Price gesprochen. Das ist ein Engländer, der aber sozusagen dafür hauptverantwortlich und federführend ist, der fast in Stammeln gekommen ist und gesagt hat, er hat gar nicht gewusst, dass Österreich so eine tolle Nachwuchsausbildung hat und eine breite Talentebasis. Und die sehen jetzt Österreich ganz anders als noch vor einigen Jahren. Obwohl wir es ihnen eigentlich immer gesagt haben, haben sie es nicht geglaubt und dann sind sie halt von einem Sandro, von einem Psycho, damals schon 2019, weggeweht worden und auch ein Yannick Meyer hat ja einen unglaublichen Speed, aber da gibt es offenbar zu viele auf seiner Position. Und wen haben wir noch gehabt? Ein Defense Liner. Also die haben schon ordentlich performt und dass zwei damals ausgewählt wurden von 11 ist ja eine Sensation und jetzt das zweite Jahr in Folge wieder 2 von 11 weltweit. Also das sagt ja schon was aus über das Programm in Österreich, über die Nachwuchsarbeit in den Vereinen, weil der Verband kann sich ja nicht alles auf die Schultern heften. Es ist einfach die Nachwuchsausbildung in den Vereinen. Wir versuchen es dann halt mit professionellsten Coaches, eben wie Max Sommer, in den Nationalteams hier die richtige Begleitung zu geben und den entsprechenden Schliff noch zu geben. Also das ist wirklich eine wahnsinnige Auszeichnung für den österreichischen Nachwuchsfootball, was da momentan passiert. Und auch ein Thomas Schaffer, Nachwuchsspieler der Mödling Rangers, wäre ja nie an die Highschool und weiter dann Stanford gekommen. Er hat sich ja da mehrere aussuchen können, wenn er nicht A, ein Talent wäre und B, auch gut ausgebildet worden wäre in den verschiedenen Stufen. Und dann haben wir ja noch mehr. Wir haben ja dann noch den Herrn Reimann und wir haben den Hände und wir haben den Herrn Senn. Die stehen noch nicht zum Draft an, aber die sind ja auch an Colleges. Also da haben wir noch ein paar. Das Magazin ist voll.
Ja, man erkennt sie auch an den Zahlen. Also nicht nur sportlich werden sie immer mehr den Sprung nach Amerika schaffen, sei es an die High School, ins College, ins NFL Pathway Program oder dann auch zum Draft vielleicht sogar. Ich habe im Vorfeld zu dem Talk mit dem Walter heute ein bisschen gemailt und er hat mir auch gesagt, er kann sich vor lauter E-Mail-Anfragen zum Super Bowl und Interview-Anfragen und so weiter gar nicht mehr retten. Also es ist schon beeindruckend und sehr positiv, was in Österreich in Sachen Football passiert ist die letzten Jahre. Da möchte ich dazu was sagen, weil wir lange Zeit unterm Radar da geflogen sind. Und Deutschland vielleicht da mehr Aufmerksamkeit erregt hat. Es geht für die NFL nicht nur um Spieler, natürlich vorrangig darum, wie gut ist ein Spieler, wie sehr kann ich ihn ins Team integrieren. Es ist auch dann darum gegangen, in den Folgen neue Märkte zu erschließen. Die NFL expandiert ja irrsinnig. Diese Spieler in London finden ja nicht nur zur Gaude statt, sondern das hat ja alles einen Hintergedanken, nämlich man will sie verbreiten. Das hat ja einen Hintergedanken, warum so viel NFL im TV ist. Es ist ja nicht nur in Österreich, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum so. Es ist, wenn man Balkan schaut, es rennt in Slowenien, es rennt in Kroatien, es rennt in Serbien, es rennt in Ungarn, überall rennt die NFL und zwar im Free-TV, also darauf schauen sie auch sehr. Die Patriots haben ganz aktiv von sich aus den Herrn Vollmer jede Woche angeboten. 2 E-Mails, hey, mit Vollmer reden, die Wochen, kannst reden über das nächste Spiel. Björn Werner bei den Indianapolis Colts am E-Mail bekommen, bitte red's mit Werner. Also die haben versucht, deutsche Medien da aufzumachen und anzusprechen mit den Spielern, die sie haben. Jetzt ist der österreichische Markt dann doch sehr übersichtlich mit 9 Millionen Einwohnern und ich glaube, dass das auch mit ein Grund war, vielleicht, dass wir nicht gleich am Radar waren. Aber jetzt haben sie erkannt, offensichtlich, dass bei uns wirklich gute Spieler herumlaufen. Es ist ja schon bemerkenswert, dass so ein kleines Land dann 2 da reinbringt von den 11, die sind. Also das heißt ja schon, dass wir super gut gearbeitet haben müssen, weil wo sind die 2 Belgier, wo sind die 2 Franzosen, wo sind sie? Ja, wir sind es im Moment. Und das ist schon ein gutes Zeichen. Und dann werden wir halt irgendwann einmal den Herrn Platzkummer uns anbieten, was sie jetzt tun, die New York Giants, und irgendwann vielleicht einmal den Herrn Seikowitz oder den Herrn Lisandro McKinney. Oder es kommt der Herr Schaffer rein. Also ich glaube auch, dass er Chance hat, gedraftet zu werden. Aber wie gesagt, wir sind, glaube ich, lange Zeit unterm Radar geflogen, weil wir halt kein großes Land sind. So einfach ist es. Also Kevin, aktuell bin ich in Kontakt mit 10 Österreichern auf Division 1 oder Division 2 Colleges, mit denen wir regelmäßig im Austausch sind. Das ist schon eine Bombenzahl, also das ist schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob es 10 Basketballspieler momentan an Division 1 oder Division 2 Colleges gibt. Nein, nicht. Aber es ist ja dann in der NBA und der ist gut. Korrekt, korrekt. Großes Vorbild für uns alle. Aber gerade so mit dem Hintergrund, den du gerade erläutert hast, Walter, dass die NFL ja Märkte erschließen will und Österreich eher ein kleiner Markt ist im Vergleich zu Deutschland oder Rest Europa, dann ist es irgendwie noch beeindruckender, dass die Österreicher da offenbar, weil sie einfach wirklich, wirklich gut sind, in dieses Programm es reinschaffen. Oder ich glaube, der Sandro Platzkummer ist deswegen bei den Giants, weil die Giants sich was von ihm erhoffen, tatsächlich. Und darum glaube ich auch, dass der Sandro nächstes Jahr, also heuer, seine Chance kriegen wird im Sommer, und ich habe das Gefühl, er wird sie auch nutzen. Wirklich. Ich habe meine Chance habe ich schon gekauft. Heuer schon. ich höre, der Stefan hat neue Fragen aus der Community. Stefan, bitte. Ja, und zwar 2 Fragen, die den heimischen Football betreffen. Und zwar hat Hizo aus dem Chat eine interessante Frage an die Swaco Raiders Tirol, also an den Kevin, gestellt, und zwar: Wie ist es so nach einer kompletten Saison, die ausgelassen wurde? Seid ihr bereit, euren Titel zu verteidigen? Und dann aber gleich noch die 2. Frage, die der Filz gestellt hat. Eine sehr interessante Frage, meiner Meinung nach, an die ganze Expertenrunde. Was haltet ihr davon, wenn ein Österreicher wie zum Beispiel jetzt Yannick Meyer nach Deutschland geht? Ist dort die Qualität so viel höher und kann er sich dort besser weiterentwickeln als in Österreich? Spannende Frage. Danke, Filz, und danke, Hizo. Ich gebe ab. Ich glaube, ich würde mal sagen, zuerst an den Kevin bezüglich der Frage an die Raiders. Ja, ich glaube, dass es allen Teams relativ gleich geht. Jetzt haben wir ein hartes Jahr hinter uns in 2020 mit dem ganzen Covid. Und ja, bis auf jetzt Vikings und Giants haben die Spieler jetzt über 1,5 Jahre kein Footballspiel bestritten. Und es gilt sicherlich da, den Rust wieder runterzuschlagen. Aber wir sind auf einem guten Weg, auf einem guten Trainingsstand.
und gehen jetzt eben dann jetzt in die Vorbereitung rein. Und wir haben eine schlagkräftige Truppe beisammen. Und ich bin ganz zuversichtlich auf die Saison und freue mich wahnsinnig, wieder endlich dann an der Sideline zu stehen und das machen zu können, was ich am liebsten mache. Noch kurz zum Jannik Meyer. Ich glaube nicht, dass jetzt woanders bessere Ausbildungschancen geboten werden. Ich glaube, für jeden sind andere Gründe, warum er jetzt ein Team wechselt oder gar die Liga wechselt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt aufgrund von Ausbildungsmöglichkeiten oder Exposure oder sonst was geht. Ich denke, dass da andere Gründe gibt, die ich jetzt natürlich nicht kenne. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ausbildung ein ausschlaggebender Punkt ist. Ja, ich hake da vielleicht mal kurz ein aus dem Hintergrund ohne Bild. Also was den Jannik Meyer betrifft, so nehme ich eher an, wie gesagt, das ist eine Vermutung, dass er den Weg eines Ilechko geht, den Weg eines Dario Dobrolewski, teilweise eines Alexander Milanovic. Das heißt, für ein paar Euro mehr. In Österreich ist Football ja Amateursport, das heißt, die Spieler müssen alle zahlen dafür, dass sie bei ihren Teams trainieren und spielen dürfen, unter Anführungszeichen. Wir sind im österreichischen Verband auch sehr strikt, was die A-Klasse-Spieleregelung /Import-Regelung betrifft, sprich das Profitum. Anders als das in Deutschland der Fall ist, wobei Deutschland jetzt noch zusätzlich als Amateur- oder Halb-Amateur-Footballland das Problem mit der Elf kriegen wird. Aber die zahlen einfach immer wieder auch Spieler, jetzt keine Unsummen, also reich wird man dort nicht. Aber auch ein Christian Stefani hat in der Vergangenheit in Deutschland gespielt, in der ersten oder zweiten Liga, weil es dort eben ein paar Euro gegeben hat. Und wenn die Saison zu Ende war, dann ist er halt in die Arbeitslose gegangen. Also ein paar Spieler versuchen, das ist natürlich auch ein Traum, mit ihrem Tun als Spieler dann vielleicht für eine gewisse Zeit, dann vielleicht auch einen Teil ihres Lebens damit finanzieren zu können. Ich kann das zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Und wie der Kevin sagt, die kochen dort auch nur mit Wasser. Also wir haben in Österreich hervorragende Coaching-Staffs, eine hervorragende Ausbildung. Wiewohl, ich glaube, zu Schwäbisch Hall ist er gegangen. Da gibt es auch besonders gute Beziehungen zu den Schwäbisch Hall Unicorns, weil ja auch der ein oder andere Coach in Österreich tätig gewesen ist. Man ist sich freundschaftlich verbunden. Aber um eine höhere Spielklasse oder ein höheres Niveau geht es nicht. Da sind wir durchaus vergleichbar. Ich hake dann da auch noch ganz kurz ein. Wir haben zuvor nämlich auf Instagram schon eine Frage dazu gestellt bekommen, die jetzt ganz gut da reinpasst. Und zwar, was halten wir, also was haltet ihr? Ich halte mich daraus. Von der Elf, die in Deutschland gegründet wird oder wurde, also die European League of Football? Ich noch gar nichts. Ich habe noch nichts gesehen von ihr, außer das, was Patrick da auf YouTube und auf Presseaussendungen und auf Facebook veröffentlicht. Ich will es einmal sehen und wenn sie spielen, dann kann man es sagen. Aber jetzt momentan ist das alles noch in der Vorbereitung, in the making, also sie haben da jetzt Tryouts gemacht, sie müssen jetzt einmal warten, ob man überhaupt eine Saison so beginnen kann, wie sie es sich vorstellen. Und da muss man mal schauen, aber prinzipiell von der Basis weg, die Beziehungen, die der Patrick hat und dem Investor, den er hat, das schaut jetzt nicht allzu schlecht aus, würde ich mal sagen, das kann schon funktionieren, soweit, dass man eine Saison spielen kann. Wie weit es sie bringen wird, ich hoffe weit, weil jede Initiative in Europa, die in die Richtung geht, finde ich gut. Genauso finde ich übrigens, anders als der Herr Präsident, es ist gut, wenn Spieler aus Österreich nach Deutschland wechseln oder nach Finnland wechseln und dort Geld verdienen, weil ich das prinzipiell verstehen kann, wenn man lange Jahre in Österreich spielt und hier zu spielen zahlt, was ja okay ist und wo man eine gute Ausbildung dafür hält, dass man dann vielleicht am Ende seiner Karriere, weil meistens hört man ja dann gegen 30 auch schon wieder auf, dann sich was anschaut. Ich glaube, Helsinki ist ein
schöne Stadt, ich war dort einmal ein paar Tage, das ist super leiwand, ich kann mir vorstellen, dass man dort im Sommer schön verbringen kann, wenn dann das Ganze finanziert wird, auch noch, dann verstehe ich den Herrn Iletschko, dann verstehe ich den Herrn Milanovic, genauso wie ich die verstehe, die nach Deutschland gehen und dort spielen. Und ich glaube, Schwäbisch Hall ist super leibendes Programm und ich glaube, dass der Janik sie dort sehr wohlfühlt wird und dass er ziemlich gut in der GFL einschlagen wird. Und ich glaube, dass die GFL heute einfach eine gute Liga ist, wo man spielen kann. Also ich sehe das alles recht positiv, genauso die Elf. Also dass das jetzt ein Problem sein könnte für die GFL, ja, wenn es funktioniert, wenn es klickt und wenn das wirklich eine Liga wird, die man ernst nehmen kann, wovon ich jetzt durchaus ausgehe, könnte das natürlich ein Konkurrenzverhältnis schaffen in Deutschland. Und in Folge vielleicht, wer weiß es auch für uns oder für andere Länder, wer weiß, wo die hingehen. Aber noch ist Basis ist halt nur einmal geschriebenes Wort, sage ich jetzt mal. Mehr gibt es noch nicht. Und die Bereitschaft, Geld zu investieren. Also bevor die anderen vielleicht was dazu sagen, sage ich meine persönliche Meinung aus dem Hintergrund, die ich aber natürlich auch als Präsident des American Football Bundes Österreich vertrete. Ich halte von der Elf absolut gar nichts. Das war deutlich. Das ist in Wahrheit nichts anderes wie eine GFL mit einem anderen Marschall. Von den Eckdaten her, die jetzt kommuniziert worden sind, nämlich eine Beschränkung auf 4 amerikanische Importspieler, die Local Heroes, man wird nicht alle Spieler bezahlen können, Saisonbudget von 1,5 Millionen Euro, ja, und man spielt nach NFL-Regeln, das ist vielleicht dann der größte Unterschied. Einen Zinnober zu machen, eine ordentliche Veranstaltung zu machen, kostet entsprechendes Geld. Es wird ein Interesse geben, klar. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn man, obwohl es unter Anführungszeichen unser Lieblingsnachbar ist, wenn man diese Bemühungen zusammengesteckt hätte, um eine GFL zu stärken. Ich glaube, es wird dem Amateurfootball in Deutschland extrem schaden. Einige Teams fangen ja schon an, mehr oder weniger zu verschwinden. Die Hildesheim Invaders sind schon kollabiert, die sind schon kaputt, weil der Sponsor der Hildesheim Invaders quasi ebenso eine Elf-Franchise machen will. Juan Fatah ist ja da quasi auch gleich mitgegangen. Der Amateurverein, bei dem er da vorher war, der ist gleich einmal abgestiegen, weiß Gott wohin. Es geht ein paar anderen Teams in deutschen Städten ähnlich. Wenn man dann liest über eine Gründung einer Elf-Franchise in Barcelona, die Gladiators oder wie immer die heißen mögen, wenn man dann den Werdegang dieses Mannes anschaut, der diese Franchise als General Manager führen soll, sage ich nur, überall schon gewesen und auch nichts zusammenbraucht. Hurra! Also ihr seht schon mit der Zynik, mit der ich das hier kommentiere, dass ich dem Unterfangen 11 nicht sehr positiv gegenübergehe, weil ich es einfach schade finde, wenn jemand Möglichkeiten und Ideen hat, dass man die nicht sozusagen zusammen mit den bestehenden Strukturen umsetzt, um gemeinsam den Football voranzubringen, weil jetzt wird es dann möglicherweise ein echtes Konkurrenzprodukt. Da muss man aber dann schon eines dazu sagen, die Bereitschaft von den Herren im deutschen Verband hier zusätzliche Kräfte reinzulassen oder gemeinsam mit meinen anderen was zu machen, die das professionalisieren wollen, die tendiert gegen null, gell? Also da hat es ja schon Bemühungen gegeben, anfangs mit dem AFVD gemeinsam was zu machen. Das hat aber nicht gefruchtet. Jetzt sagen die dort, naja, wir wollten eh immer mit denen was tun, aber die machen jetzt ihr eigenes Ding. Also ich glaube jetzt nicht, dass da alleine die Schuld auf Seiten des Herrn Esume und seinem Partner liegt. Ich glaube, das ist naja. Schon... Geschichte Gegenseitigkeit beruht. Nein, also über den deutschen Verband und seine Führung, da könnte man eigene Sendung drüber machen, klarerweise. Ja, aber ich finde es auch nicht sehr leiwand, wenn die Elf in Österreich direkt Teams kontaktiert, nicht mit dem Verband redet, sondern direkt an Teams geht, Falschmeldungen auch gezielt rausgibt, um quasi das eine Team mit einer quasi Teilnahme eines anderen Teams zu ködern, was alles nicht wahr ist. Also das sind keine Methoden, die ich jetzt besser finde als die der deutschen Verbandsführung. Die kennen nicht, aber ja, ich glaube, das ist jetzt so. Ja.
Ich komme mal zurück zu etwas Schönem. Ja. Und zwar, wir bleiben noch kurz in Österreich, und zwar zur Liga und zu den Nationalteams. Also die Liga wird ja, wie wir alle wissen, Ende März bzw. Anfang April losgehen. Als Spitzensport mit großem Präventionskonzept etc. etc. Über Corona mag ich jetzt gar nicht sprechen. Sondern es ist ja so, dass bei Max Sommer die Situation ähnlich ist wie beim Kevin. Der Max ist Ende 2019 Head Coach des Herren-Nationalteams geworden. Kurz danach wurde alles zugesperrt. Jetzt ist es aber soweit, dass wir wieder in die Gänge kommen, dass das Nationalteam sozusagen wieder neu startet. Max, erzähl mal, was so der Plan ist für die nächsten Wochen, Monate und wohin die Reise dieses Jahr noch geht. Ja, wie du richtig sagst, wir starten, und wir starten auch bedingt durch die lange Pause mit unterstützt wirklich cool vom AFPÖ mit einem wahrscheinlich dem größten Nationalteam-Camp in der Form, das es jemals gegeben hat. Wir wollen so viele Footballspieler wie möglich anschauen, weil eben es 1,5 Jahre her ist bei den meisten, dass sie das letzte Mal einen Helm in einer Game-Situation aufgesetzt haben, bei den meisten. Und jetzt haben wir für das Camp Ende Februar ein sogenanntes Open Tryout Camp, 135 Anmeldungen, und das ist, glaube ich, schon einmal eine ganz gute Richtlinie, ein ganz guter Topf. Da sind auch noch die ein oder andere Absage von Kaderspielern dabei, die wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt zu uns stoßen werden, verletzungsbedingt, gesundheitlich. Und dann haben wir noch 2 Trainingslager, bevor wir hoffentlich, wenn alles funktioniert, am 1. August-Wochenende, 7.8. ist das, also August, 7., 8. August, an dem Wochenende gegen Serbien in Wien, unser erstes Spiel spielen. Und das ist ja nach so einer langen Pause, mir ist wirklich 2020 aufgefallen, wie sehr mir das abgeht, mit den Jungs, mit den Coaches am Feld zu stehen. Das, was der Coach Kevin auch angesprochen hat. Und wir arbeiten Tag und Nacht dran. Bin gestern mit dem Offensive Coordinator bis 11 am Abend gesessen. Also wir sind dran, das Ding gut aufzuziehen, und können nicht warten, den ganzen Wagen wieder ins Rollen zu bekommen. Ich muss dazu sagen, dass es der Max natürlich besonders schwer hat aufgrund der Covid-Situation. Wir haben auch natürlich als Verband, als Vorstand mit dem Max immer wieder Gespräche gehabt. Der Max hätte natürlich verständlicherweise schon 2020 die ein oder andere Camp-Variante abhalten wollen. Da ist eher der Verband bremsend dem Ansinnen entgegengetreten. Diese Bremsklötze haben wir jetzt gelöst, auch weil der Spitzensport jetzt klarer definiert ist, weil die Tests klarer definiert sind, auch was Kostenersatz etc. betrifft, weil uns die Vorgangsweisen klarer sind. Der Max war da schon frühzeitig sehr weit, muss ich auch sagen. Also es hätte unter Anführungszeichen, wenn man progressiver als Vorstand wäre, schon ein Camp geben können. Aber wie der Max sagt, jetzt geht's los, und wir wollen natürlich das, was wir unter Anführungszeichen dann voriges Jahr an Nicht-Camp eingespart haben, eben jetzt reinvestieren und uns nicht aufheben und mit dem bestmöglichen Team in diese zweite Runde der EM gehen, um uns dann wieder eine entsprechende Ausgangsbasis für den nächsten Turnus zu schaffen. Und der Anton wird auch Gast beim Camp sein, habe ich vernommen. Gast. Ach so? Gast. Weiß ich noch gar nicht. Der Anton hat so gesagt, er muss sich beweisen, das ist eh die richtige Attitude, oder nicht? Wer hat mich angemeldet? Dein Bruder. Da ist nur Vegan draufgestanden. Ja. Ach so. Kann übrigens mörderisch bumpen, wirklich. Wirklich. Ich kann echt mit 60 Yards aus dem Stand. Picture didn't happen. Okay, ich mache ein Video. Video, ja. Ja, den Walter kannst du schon auch einladen. Wenn ich kurz zu dem Nationalteam auch mein Senf dazugeben kann oder darf. Ja. Wer auch immer dafür zuständig war, dass Coach Sommer eben an diese Position gekommen ist, den kann ich wirklich nur ein Danke ausrichten. Ich weiß nicht, werden viele Zuschauer werden Coach Sommer nicht kennen, aber das ist halt schon eine Person, die Team Rot-Weiß-Rot blutet seit Jahren. Also war immer fester Bestandteil des Nationalteams und ist wirklich dahinter, da was Großes zu machen. Und ich glaube, mit ihm Driver-Seat sozusagen, werden wir auch richtig weit kommen und Österreich dorthin platzieren, wo es sein sollte, in Europa und in der Welt. Also ich freue mich schon auf
auf das Abenteuer 2021 und fortlaufend. Das sind schöne Worte, damit. Was dann fix das? Ja. Der Max ist auch sprachlos. Das kann man durchaus unterstreichen. Der Max ist ja schon wirklich sehr, 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 sehr lange dabei. Also wenn ich jetzt nur 2007 nehme, wo die Anfänge quasi des Nationalteams liegen mit den ersten Europameisterschaften CB-Gruppe, wo Max in weiterer Folge unter Coach Rhodes mehr oder weniger hineingeschlüpft und hineingewachsen ist und dann verschiedene Rollen auch im Juniorennationalteam hatte, bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften in verschiedenen Capacities war. Also das ist quasi von der Pike auf, ja. Und das Feuer, das er mitbringt, das hat der Anton eh angesprochen. Und insofern war das für den zuständigen Vorstand jetzt keine allzu schwierige Wahl, wiewohl wir wirklich etliche Top-Coaches hatten, aber uns das, glaube ich, ganz gut miteinander und im gegenseitigen Einverständnis zusammengestellt haben. Danke, Michi. Ich würde sagen, wir schließen jetzt den Kreis wieder und kehren nochmal zurück zur NFL, bevor uns die Zeit abläuft. Und zwar mit einer Frage vom Stefan. Stefan, bitte. Ja, genau. Also davor wollte ich auch noch sagen, die Swaco Raiders Tirol sind bei uns auch im Chat vertreten und haben geschrieben, Let's go Coach Sommer und Team Austria. Dem können wir uns natürlich nur anschließen. Dann an euch die Erinnerung, es gibt noch immer die Abstimmung, Rufzeichen Vote Bucks oder Rufzeichen Vote Chiefs. Es ist derweil relativ ausgeglichen, wobei ich sagen würde, die Chiefs sind ein bisschen im Vorsprung. Also wenn ihr Bucks-Fans seid, dann kommentiert es auf jeden Fall noch. Und dann zur Frage, eine NFL-Frage wieder vom Nenad. Und zwar, der fragt in die Expertenrunde, als Saints-Fan blutet mir natürlich gerade das Herz nach dem Retirement von Breeze. Der weiß anscheinend was, was wir noch nicht wissen, weil das Retirement ja noch nicht offiziell ist. Und fragt weiter, wie denkt ihr, werden die nächsten Saisonen mit Hill, Fragezeichen, wie lange werden sie brauchen, um diesen Wegfall von Breeze, sollte er dann weggehen, voll zu kompensieren? Der Walter ist gerade vor der Frage davon gelaufen. Ah, da ist er wieder, okay. Wenn man mal Sense gehabt, aber jetzt kann man nicht die Frage kommen. Dann die Frage an den Walter. Ich habe die Frage nicht gehört, weil ich habe mir das Couple Calls. Dann fragen wir doch einmal den Kevin und den Max. Das sind Head Coaches, die müssen ja mit solchen Situationen dann in ihren Teams auch umgehen bei einem Quarterback-Wechsel. Kevin, hast du Quarterback-Wechsel? Nein. aber ja, also ich denke, dass es eben genau die Frage ist, wen sie da ranholen, ne? Wer das Zepter übernehmen wird und ob das eben Jameis Winston ist, der das machen soll, was ich mir nicht so vorstellen kann, oder ob sie in Free Agent Market sich dann noch Coup leisten können. Und ja, ich meine, Sean Payton wird sicherlich eingeschränkt sein in dem, was er machen kann, egal wer das dann übernehmen wird. Und man wird da quasi ein Reload machen müssen. Aber so wie ich den Sean Payton kenne, wird er da eine schlagkräftige Truppe trotz allem und Wege finden, da competitive zu sein. Und das erwartet man von einem NFL-Team und ich genauso von den Saints erwarten. Ja, also ich schaue in die Videokachel unter mir, wo jemand ein Indianapolis Colts T-Shirt anhat. Und ich glaube, es ist vielleicht vergleichbar, als Peyton Manning damals wegging von den Colts. Und ich glaube, vielleicht willst du weitersprechen, wie das bis jetzt ausgegangen ist. Das ist ein Riesenloch, das so eine Schlüsselfigur reißt. Und zwar nicht nur sportlich. Das ist eine Figur in einer Organisation, in einem Building. Also man sagt Organisation und dem ganzen Verein. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Person in dem ganzen Verein, in der ganzen Umgebung. Das sind hunderte Leute, die quasi als Mittelpunkt an Drew Brees gesehen haben, wie damals an Peyton Manning. Und das zu kompensieren, ist mindestens genauso schwierig, wie ihn am Feld zu kompensieren. Und ja, ich glaube, ist eine ganz schwierige Aufgabe. Glaube ich nicht, dass man es aus der Free Agency wirklich nachhaltig ersetzen kann, sondern eher den nächsten Großen aufbauen muss.
Max, ich muss dir leider ein bisschen widersprechen. Tut mir echt leid. Also ich bin ein Riesenfan von Manning, Peyton Manning, aber Andrew Luck war ein richtig geiler Quarterback danach und ist leider viel zu früh in die in Rente gegangen. War ja jetzt wieder ein Versuch vom Eigentümer von Örtel, dass er ihn wieder vielleicht überreden kann. Das Thema ist endgültig vom Tisch, habe ich erst gestern wieder gelesen. Ich als Colts-Fan habe natürlich immer noch gehofft drauf, aber ja, jetzt aktuell schaut die Situation, glaube ich, bei den Colts beim Thema Quarterback bei der Position natürlich schlecht aus. Aber wir sind nicht die Einzigen, wie es jetzt auch die Saints sind. Da glaube ich zum Beispiel nicht, dass Hill die Langzeitlösung sein wird. Winston will ja, kommt ja angeblich wieder zurück, laut Sean Payton. Mal sehen. Aber es gibt ja, glaube ich, in der Statistik habe ich gelesen, glaube ich, 40% aller Teams hätten eine Option auf einen neuen Quarterback in dieser Saison. Und das ist halt eine Riesenzahl und es sind wirklich viele Franchise im Gespräch, wo viel, viel Bewegung noch kommen wird. Und das ist sicher einer der spannendsten Themen in der Offseason heuer. Es wurde ja bei der Niederlage der Saints gegen die Bucks Lippen gelesen von jemandem bei Drew Brees und da hieß es, dass er zu Winston gesagt hat, this is now your team. Das ist die erste gefährliche Drohung, die ich höre von Drew Brees. Weil Typen der 30 Interceptions dann, ja, der kann nicht starten. Weil genauso Hill ist, glaube ich, überhaupt kein Thema als Starting Quarterback. Hill ist eine schöne Waffe zwischendurch und den kann man mal, wenn der Quarterback sich verletzt, einsetzen. Wenn man gesehen, wie gut die Mannschaft insgesamt ist, wenn Brees ausfällt, war das ja nicht wirklich ein Problem heuer, muss man ernsthaft sagen. Ich würde mir wünschen, ich mache die Saints halt sehr gerne, ich hätte mir gewünscht, dass Deshaun Watson vorbeischaut. Das wird es allerdings, so wie es ausschaut, nicht spielen. Aber der wäre zum Beispiel einer, der dafür sorgen könnte, dass vielleicht das Lamp, der jetzt folgt, und ich glaube auch, dass die in ein bisschen ein Loch fallen werden mit dem Quarterback, aber ich glaube, dass es eben aus dem Grund, weil sie ohne ihn auch sehr gut gespielt haben, nicht so arg sein wird. Aber er wird natürlich fehlen als Persönlichkeit und als Leader und ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr, der wird aufhören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so wie er beieinander war, körperlich heuer, noch eine Saison anhängen wird. Ich glaube, das wäre auch zu gefährlich für ihn. Das macht auch keinen Sinn mehr. Also er ist ja wirklich ein Dauerverletzter und ja, halt anders beieinander als Tom Brady in dem Alter, muss man sagen. Brady ist ja noch älter, aber schaut irgendwie gesünder aus. Und das ist auch der Geist zu Peyton Manning, wenn du dich erinnern kannst. Ja. Super Bowl gegen die Broncos. Das war auch wenn die Super Bowl getragen, ne? Dann. Ja. Ja. Das war von Miller, ne? Danke. Ja. Ja. Weil wir gerade schon bei den Abgängen sind, der Stefan sagt mir gerade, wir haben da noch eine interessante Frage. Ja, und zwar eine Frage bezüglich der New England Patriots, die ja Brady verloren haben und plötzlich hat es nicht mehr ganz so gut funktioniert. Frage in die Runde. Wie lang, glaubt ihr, braucht es, bis die New England Patriots die Abgänge von Brady und Gronk überstehen können? Was ist das Erfolgsmittel, dass es in den nächsten Jahren wieder die Möglichkeit gibt, dass die Patriots Super Bowl-Contender werden? Also es ist, natürlich brauchen sie einmal einen gescheiten Quarterback, das ist keine Frage. Cam Newton war jetzt nicht die Lösung, wiewohl es für mich durchaus logisch war, dass sie Cam Newton genommen haben vor der Saison. Das war durchaus nachvollziehbar, dass er dann so Aussetzer unter Anführungszeichen hat und halt gar nicht mehr so wirklich nur sequenzweise an frühere Leistungen anschließen konnte. Finde ich, war jetzt nicht so absehbar. Aber die Patriots können eines, die haben hervorragende Scouts, die ziehen immer wieder Spieler von irgendwoher aus dem Hut. Wurscht, ob die undrafted sind, wurscht, ob die spät gedraftet sind, wurscht, ob es bereits abgeschriebene Veteranen sind. Ich glaube, die werden schon wieder ein kompetitives Team in den nächsten 2 Jahren zusammenstellen. Und die Quarterback-Frage ist da gibt es ja auch eine heiße Gerüchteküche, quasi mit Jimmy Garoppolo am Ende des Tages wieder zurück zu den Patriots. Draft muss man sich anschauen und. Die Patriots sind ja im Draft auch immer für Überraschungen gut. Meistens verkaufen sie ihre hohen Picks und sammeln dann mit Runden-Picks. Vielleicht machen sie es ja mal andersrum. Also bei den Patriots muss man mit allem rechnen.
Und, aber ich denke, dass der Coaching-Staff und wie gesagt, vor allem das Scouting finde ich grandios bei den Patriots. Die werden schon in 2 Jahren, werden die schon wieder den Bills und den Dolphins Konkurrenz machen, da um die East. Ja, ich glaube, sie haben ein Image-Problem allerdings, vor allem für die Free Agency. Die erste große Chance zu recovern wäre Matthew Stafford gewesen. Und aus diesen Interviews mit den NFL-Experten wollte der auf keinen Fall dorthin. Und die ganze Geschichte rund um Tom Brady und Gronkowski, auch sozusagen welchen Beigeschmack das für die Patriots hat und wie gut es ihnen jetzt geht und wie viel Spaß jetzt auf einmal alles macht, was alles nicht so war bei den Patriots, spricht nicht für eine großartige Free Agency der Patriots. Und ja, die haben mehrere Baustellen. Bin gespannt, wie sie rauskommen. Aber Stafford, vielleicht der erste Heilsbringer, ist einmal ganz klar, hat abgelehnt den Tanz zu den Patriots. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich gehe auch lieber nach L.A. Aber ich denke auch, die Big Splashes, die bisher in den vergangenen Jahren in Free Agency gemacht haben, war auch größtenteils, weil Spieler mit Tom Brady spielen wollten. Weil sie gesagt haben, mit dem hat man immer eine Chance, oder zumindest mit dem Duo immer eine Chance auf einen Super Bowl-Titel. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Und da werden sie sich schwer tun, zumindest Kracher da hinzuholen. Und ja, sieht man schon mit Matt Stafford eben. Also leicht wird es ihnen nicht ergehen. Ja, ich bin da auch eher beim Kevin und beim Anton als beim Michael. Ich glaube auch, dass das für die Patriots ein bisschen eine längere Geschichte werden wird, eben weil der Sex ein bisschen jetzt weg ist bei ihnen. Es gibt da wenig Gründe, zu ihnen zu gehen. Es ist ein No-Fun-Team, das weiß man. Also Björn Werner hat einmal gesagt, dass Spieler, die er kennt, die bei den Patriots waren und bei anderen Teams waren, gesagt haben, es gibt 31 Franchises in der NFL und es gibt die Patriots. Und bei den Patriots ist alles ganz anders. Und das heißt jetzt nicht unbedingt besser für den Spieler, aber halt besser für die Organisation und do your job. Also da wird alles dem untergeordnet. Und wenn Brady jetzt plötzlich nach Florida geht und dort seine Parkplatz-Guys holt mit dem Antonio und mit dem Gronk und dort wieder sub aufblüht, mehr oder weniger befreit von einem strengeren Riemen, die da angezogen sind und in das Super Bowl kommt, dann bedeutet das ja auch, dass er ein Stück Freiheit gesucht hat. Es spricht alles dafür, dass New England wirklich, wie es der Anton gesagt hat, ein Imageproblem hat und dass man einfach sagt, das ist jetzt nicht das Team, meine erste Anlaufstation. Und ja, ich glaube, dass das ein paar Jahre dauern wird. Eventuell wird es gar nicht so schnell gehen. Außerdem ist die Situation, dass die Bills jetzt dort daheim sind, ich finde das jetzt nicht so unangenehm. Mir gefällt das. Ja, falls jemand mit den Patriots telefonieren sollte, wir haben, der Walter hat sich als Kicker angeboten, Bernhard Zajkovic hat Quarterback gespielt, also wir könnten da schon... Non-Blocking und Non-Tackling Panther, also wenn der auf mich zukommt, weich ich aus. Wenn du schnell genug bist. Stimmt, ja, im Weg stehen könnte ich. Na gut, um nochmal zur Super Bowl zurückzukommen. Wir haben zwei Sachen noch nicht besprochen, die wir natürlich noch besprechen müssen. Das zweite ist natürlich, sind natürlich eure Tipps, wie es ausgehen wird. Aber zuvor möchte ich nochmal kurz das ansprechen, was vorm Super Bowl in jeder Zeitung steht und auf jedem Sender auch besprochen wird. Halftime Show heuer mit The Weeknd. Wie zufrieden seid ihr damit? Wer? Wer? Okay. Also ich weiß, dass mein Sohn sich wahnsinnig drüber freut. Dann sind wir alle glücklich. Also ich kann nur so viel dazu sagen, ich kenne die Dame nicht, ich kenne die Musik gar nicht so gut aus. Das ist ein Typ. Experte durch und durch, der Herr Präsident, das taugt mir. Ich liebe nicht die Fans. Der Michi ist für Sportliche zuständig. Ach so. Im Duo. Fürs Organisatorische. Ja. Also. Ja, aber dann bleiben wir da. Was war denn die beste Halftime-Show, wenn wir schon bei dem Thema sind? Weil ihr so über The Weeknd lacht. Prince. Prince.
Ich bin eher so im Team Tom Petty and the Heartbreakers, Bruce Springsteen, aber Prince war schon sehr, sehr großes Kino. Ja. Ich muss sagen, in meiner Zeit richtig in Erinnerung geblieben, und ich bin gar nicht so ein Riesenfan, aber die Show von Black Eyed Peas damals war phänomenal. Das war echt Power pur und das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Ja, ihr habt es halt so mit den alten Herren. Was hängt? Bin ich der Einzige, der an die Nipplegate denkt? Ah, good one. Die Musik hat man. Janet Jackson, Justin Timberlake. Ja. Justin Timberlake. Ja. 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 Der Garderobenfehler, ja. Mhm. Ja. Coach Kevin, was ist deiner? Schwierig, weil ich meistens die Halftime-Show gar nicht so viel beachte. Da nütze ich die Zeit nochmal Essen zu holen. Ich höre dich. Ich fand die Lady Gaga in Houston ziemlich geil, muss ich sagen. Ja. Zuletzt von den Neueren. Anton? Ich staufe da meistens drüber über die Halftime, ja, aber was man so. Na, Prince kann man natürlich nicht schlagen. Ich war Ultra-Fan auch von Michael Jackson Halftime-Show. Aber irgendwie so das Neuere ist viel mehr daneben gegangen als gut gegangen in letzter Zeit, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was The Weeknd macht. Man kennt ihn ja doch hier und da aus den Top 40, halt ein paar Songs. Aber schauen wir, vielleicht macht er eine coole Show, weil oft sind die Leute, bei denen man es nicht erwartet, dann die live und nach dem Schuss. Ja, was bei mir jetzt hängen geblieben ist, nachdem was ihr alles gesagt habt, ist, dass Deli Hadl einerseits vom Stripclub spricht und andererseits vom Nipplegate. Also ich weiß nicht. Das können wir leider nicht mehr einladen. Na gut, ich würde sagen, wir kommen dann eh langsam zum Ende und da würde ich euch um eure Tipps bitten. Wer denn die Super Bowl gewinnen wird und warum, gerne auch ergebnisgenau. Wir werden das natürlich alles kontrollieren später. Vielleicht fällt mir auch noch ein Preis ein. Walter, magst du vielleicht beginnen? Ja, also wir haben vorhergesagt im September, und das ist auch verbrieft, da gibt es auch einen Audio-File, 24-24, da geht es in die Overtime. Wir haben nicht verraten, wie es ausgeht, aber es ist der letzte Touchdown, der entscheidend ist, und den macht der Super Bowl MVP Tyreek Hill, 30-24 Chiefs. In der Overtime. Stefan, bitte notieren. Michael? Ja, mei. Am Ende des Tages könnte man eine Münze werfen, weil beide Teams haben ihre Vorteile. Beide Teams sind in den letzten Wochen und werden noch bis Sonntag zu Tode analysiert in alle Einzelbestandteile, die Zehe vom Herrn Mahomes und die Genetik vom Herrn Brady und, und. Es wird wieder auf die ein oder andere Situation im Spiel ankommen, wo halt möglicherweise wieder ein Spieler, der bisher nicht so im Fokus gestanden ist, eine Mega-Aktion macht, die dem Spiel dann die entscheidende Richtung gibt. Aber am Ende des Tages, vielleicht ist da eher auch die Hoffnung oder der Wunsch Vater des Gedankens, weil ich heute halt so viele Super Bowls mit einem Brady gesehen habe, die der dann auch gewinnt. Also ich werde Patrick Mahomes seine zweite gönnen. Das ist kein Ergebnistipp. Ja, warum muss ich jetzt... So flamm geredet und kein Ergebnis. Naja, wenn wir 24-24 gesagt haben und die Chiefs es gewinnen sollen, wie soll es dann anders ausgehen, wenn es den extra... 27-24. Na wann... Naja... 26-24. Nachdem wir den extra Punkt dann immer spielen müssen, 30-24. Okay, Max? Ja, rein aus Coaching-Perspektive müsste man sagen, dass die Chiefs das gewinnen, glaube ich. Aber ich gehe auch trotzdem mit den Tampa Bay Buccaneers, aus all den Gründen, die wir schon besprochen haben, und gehe mit 26-21 Tampa Bay. Kevin? Ja, als Tampa Bay Buccaneers-Fan kann ich natürlich nur mit Tampa Bay gehen. Ja, ich denke, es wird 27-30 ausgehen.
Alles sehr knapp, aber das sieht man schon. Anton? Aufpassen bitte, Michael und Walter, am Sonntag ist da passt, dass der Paar schon das Gleiche sagt wie ich, weil dann ist gestohlen gewesen, gell? Okay. Nein, ich glaube, das Wichtige ist eben, wie die Bucks Defense reagieren wird auf die Chiefs. Und ich glaube, dass der Gronkowski wieder mehr eine größere Rolle spielen wird, dieses Spiel. Der war oft leise in letzter Zeit. Man muss über 30 Punkte kommen gegen die Chiefs, das ist so die Messlatte. Und das werden die Bucks, glaube ich, nicht schaffen. Es wird 30-27 für die Chiefs ausgehen. Okay, Maren und Edi. You first. Also ich finde, der Anton hat das eigentlich super analysiert. Ich gehe mal auf alle Fälle mit den Chiefs. Und ich glaube auch trotz allem ein bisschen deutlicher, warum. Auf deiner Seite natürlich, die O-Line macht mir schon Kopfzerbrechen, auch mit dem Ausfall von Eric Fischer jetzt als Left Tackle ist sicher ein großer Klicht, aber Rammers ist super. Entschuldigung. Ja, wie man sieht, für alle anderen wahrscheinlich schon. Ich denke mir, die Chiefs haben heuer viele knappe Partien gewonnen und immer habe ich das Gefühl gehabt, ein bisschen trotzdem mit der Handbremse am Schluss, okay, und ich glaube, wenn die ins Rollen kommen, ich tippe einfach mal 34-20 auf Underclass. Das ist was. Das Deutlichste bis jetzt gewesen, ja, glaube ich. Edi? Ich gehe auch mit den Chiefs, also ich hoffe auf eine sehr geile Partie, weil ja auch mit Andy Reid und Bruce Arians zwei sehr risikofreudige Coaches aufeinandertreffen. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, die Bucks haben die letzten zwei Spiele nicht gewonnen, sondern die Gegner haben es verloren, wenn ich jetzt an die Saints und an die Packers denke. Ich bin bei einem 34-24 für die Chiefs. Ich glaube auch Chiefs deutlich. Okay. Ich kenne mich am wenigsten aus, aber ich sage die Bucks, aber Ergebnis sage ich keines. Ich gehe jetzt nochmal rüber in den Chat zum Stefan und zum Ende der Abstimmung. Bitte, Stefan. Dankeschön, Kevin. Ein Kommentar war vorher ziemlich witzig und die soll man auch erwähnen, weil wir vorher über die Patriots gesprochen haben, hat Fat Lazy Gaming in den Chat geschrieben und das stimmt überein mit der Meinung der Mehrheit in der Runde. Der hat gesagt, die Patriots sind das beste Team, sie müssen nur ihren Quarterback verbessern, Wide Receiver bekommen, Running Back irgendwo herbekommen, ihre Defense aufstocken und dann geht's auch schon irgendwie. Also ich glaube, der Meinung können wir uns zurzeit anschließen. Danke für den Kommentar. Gewinnt von mir den Preis für das lustigste Kommentar heute. Und zur Abstimmung. Es war bis zum Ende knapp. Ich bitte jetzt die Regie um den Befehl des Abstimmungsendes. Vorher waren die Chiefs knapp. Die Chiefs waren knapp vorne. Und jetzt sehen wir gleich. Na, das Tool dauert noch ein bisschen. Fat Lazy Gaming schreibt übrigens gerade auch, ich hätte 32-20 für die Bucks gesagt. Also ich kann vorwegnehmen, vorher war die Abstimmung, also unser letzter Stand, 58% Chiefs-Sieg, 42% Bucks-Sieg. Das ist, glaube ich, auch die Meinung circa von unserer Expertenrunde. Da war auch die Mehrheit, glaube ich, Chiefs, sofern ich das richtig notiert habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste so sein. Danke jedenfalls an euch für die ganzen Fragen und von meiner Seite auch danke an die coole Expertenrunde. Das war echt ein extrem hohes Niveau und ein super cooler Talk im Vorhinein zum Super Bowl. Ich gebe jetzt nochmal ab an den Kevin und wir sehen uns dann aber gleich, weil der Kevin euch gleich mehr dazu erklären wird. Bis gleich. Ja, Fat Lazy Gaming, das ist... Die gewinnt wirklich einen Preis, der oder die, man weiß es nicht. Mir bleibt jetzt eigentlich auch nur mehr, mich bei euch zu bedanken, dass ihr teilgenommen habt an diesem coolen Talk. Ich denke, wir werden das in Zukunft öfter machen. Es muss ja nicht der Super Bowl nur das Thema sein. Es kann ja die NFL sein, die AFL sein, das Nationalteam. Wir werden da sicher was Cooles hinbekommen. Um diese Tipps jetzt noch abzurunden, werden wir jetzt noch eine Partie Madden spielen mit zwei Spielern aus unserem IFL Cup, der gerade läuft. Da spielen die Warlords gegen die Projekt Spielberg Graz Giants. Das könnt ihr euch natürlich gerne anschauen, aber ich verabschiede mich jetzt mal von euch allen, sage Dankeschön, wünsche euch einen schönen Super Bowl, bleibt zu Hause oder im Fernsehen. Das ist schwierig. Ja, Home TV, kann man auch, irgendwann kann man das bestimmen.
Ja, danke vielmals. Viel Spaß am Sonntag. Wir hören uns im neuen NFL-Jahr sozusagen wieder. Danke. Dankeschön. Baba. NFL Pro Cup Abschluss. Da Gregor und Dave, verspreche ich mich schon, weil ich mich so freue. 2 Minuten noch im ersten Quarter. Im ersten Quarter nämlich. Im ersten Quarter. Super Bowl. Ich nehm's dir vorweg. Interception. Nein. Interception. Oh, wirklich? Oh mein Gott. Ich bin der Beste. Ich bin alles. Jetzt ist Arsch wurscht und jetzt ist nur noch mehr Arsch. Das ist der Spielzug des Spiels. Lief sehr viel über Christian McCaffrey, aber wenn der nicht lief, dann lief's nicht. Ich glaube, wenn es so weitergeht, bleibt es nicht bei einem 28-21, sondern bei einem 300-154 oder so. Sage ich dazu nur. Los geht's. So, und damit hallo von meiner Seite und vom Dave, den man jetzt noch nicht sehen kann, weil der Dave in Discord, wo wir miteinander sprechen, noch stumm geschalten ist. Lieber Dave, bitte entstumm schalte dich schnell und dann. Ich entstumm schalte mich. Hallo, Dankeschön. Liebe Freunde. Da ist er schon. Es ist Football-Zeit. Mal noch schnell dazu. Genau. Lieber Dave, während ich dich einrichte, dass du auch zu sehen bist, was erwartet uns jetzt und was ist dein Kommentar zu unserer sensationellen Expertenrunde, die wir gerade haben? Also ich fand das extrem gut gemacht und super auf sehr hohem Niveau. Super Runde, hat mir echt gut gefallen und viele Expertenmeinungen dabei, denen man wirklich auch glauben kann. Und ich bin gespannt. Also wir sehen jetzt den Super Bowl nachgespielt von Spartana 2, von den Vienna Warlords. Und Soms 4, den wir schon ein paar Mal hatten bei uns im Stream, von den Projekt Spielberg Graz Giants. Und Spartana nimmt die Kansas City Chiefs und Soms nimmt die Tampa Bay Buccaneers. Stefan, was ist dein Tipp für Sonntag? Ja, wir haben schon öfter darüber geredet, auch in unseren letzten Episoden der IAFL. Ich bin der Meinung, Patrick Mahomes holt sich seinen zweiten Ring, auch wenn das Toe-Gate, das ominöse Toe-Gate, ein bisschen ihm zu Verhängnis werden könnte, glaube ich nicht daran. Und ich glaube, Patrick Mahomes macht das, auch wenn ich es irgendwie cool fände. Ich bin jetzt nicht wie du, ein kleiner Tom Brady-Hater. Ich bin der Meinung, wenn ein Spieler zu einem neuen Team kommt und auf Anhieb den Super Bowl gewinnt, dann ist das schon etwas, was hervorzuheben ist und lobenswert ist, und dann wird er dem Goat-Status noch mehr gerecht. Deswegen sage ich aber trotzdem Chiefs, und wir sind gespannt und wir schauen gleich mal das Matchup an, denn Dave, du hast ja gesagt, da treffen wir aufeinander Spartana 2 und Soms von den Projekt Spielberg, genau. Graz Giants. So ist es. Die zwei spielen bei uns im EAFL Pro Cup auf PS4. Und sind im Swiss Ladder System ziemlich in der Mitte. Der Spartaner ist ein bisschen weiter unten. Und Soms ist in der oberen Hälfte noch. Aber das kann sich alles noch ändern, weil wir haben noch einige Wochen vor uns. Und ich glaube, es wird sehr spannend, weil die beiden werden sich sicherlich nichts schenken, auch wenn es in diesem Match heute quasi nur um die Ehre geht. Will man doch eigentlich schon mit einem Sieg nach Hause gehen, glaube ich. Ja, ich würde sagen, wir geben denen ein Go, oder Stefan? Ja, richtig. Ich schalte nochmal zu uns, bis die beiden Spieler bereit sind. Streamen wird das Spiel unser Spartana 2, eben auch Teilnehmer in der IAFL. Liebe Leute, wenn ihr bereit seid, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal auf Los drücken, beziehungsweise auf Start, und dann spielen wir unsere Super Bowl einmal vor. Und ich sag's mal so, Dave, so wie das Spiel ausgeht, so entscheide ich mich dann auch, und das ist dann mein Horoskop. Es gibt ja die Schildkröten oder die Oktopusse oder so, die vor einer Weltmeisterschaft entscheiden, wer gewinnt. Ich nehme jetzt unser Madden-Spiel als mein Horoskop, wer die Super Bowl gewinnen wird. Ja, es gibt ja jedes Jahr auch von EA Sports direkt eine Prediction, wo nachgespielt wird in Madden 21 der Super Bowl. Und da gab es auch heuer wieder eine Überraschung. Denn sie haben es schon die Woche nachgespielt, das Matchup zwischen Tom Brady und Patrick Mahomes. Und da kam
37 zu 27 für die Kansas City Chiefs raus, wenn ich mich nicht irre. Warte. Ja, 37 zu 27. Und Patrick Mahomes macht den MVP. Und die Prediction hat die letzten Jahre immer gestimmt. Ich bin gespannt, ob es heuer auch so sein wird. Aber ich sehe schon, wir sind schon live. Genau. Bei den Bucks zu Hause. Bei den Bucks zu Hause, so wie es auch gehört. Es ist ja so ist es. Das Super Bowl Stadion ist ja das Stadion der Tampa Bay Buccaneers. Es spielt also, die Buccaneers spielen in ihrem eigenen Stadion. Wir haben den Kickoff. Die Chiefs werden beginnen, den Ball zu returnen und werden gestoppt. Los geht's mit dem ersten Drive von unserem Showmatch zwischen Spartana 2 und MXRY Soms. Und der Taxifahrer Tibo sagt, auch wenn ich jetzt die Bucks habe, gewinnen die Chiefs 42 zu 28. Na bitte. Ich glaube, das ist der Soms. Ist natürlich just möglich. Said. Ja, also 42 zu 28 bin ich, glaube ich, bei dir. Ja. Weil die Chiefs sind bekannt für ein High-Scoring-Game. Und ich glaube, das wird jetzt nichts anderes sein. Le'Veon Bell, genau. Als frische gleich mal ein super Lauf über die linke Seite, der Running Back, dem ja nachgesagt wird von vielen Leuten, der ist nur zu den Chiefs gekommen, damit er sich seinen Super Bowl-Ring, also seinen Ring holt. Ich bin der Meinung, Le'Veon Bell ist ein guter Running Back, nicht unter anderem deswegen, weil ich ihn in meinem Fantasy-Team hatte in den letzten Jahren. Ja, passiert, ne? Passiert den Besten. Aber auch zu Recht, weil bei den Jets war er nicht sehr beliebt. Aber gut, die Jets an sich waren jetzt kein Team, das wirklich wahrscheinlich weder viele Fantasy-Punkte noch reale Punkte abgeliefert hat. Wobei die Jets, man muss sagen, die Jets haben sich verbessert, sind auf jeden Fall schon nicht mehr das Team, der man vor 2 Jahren nachgesagt hat, okay, die werden jetzt jedes Spiel mit 50 Punkten Unterschied verlieren. Also da, auch wenn es langsam geht, geht es auf jeden Fall trotzdem in die richtige Richtung, würde ich meinen. Und das Desko fragt in unserem Chat, wer spielt jetzt gerade? Spartana 2 von den AFC Warlords und MXRY Soms von dem Projekt Spielberg Graz Giants. Ein Duell, das auf die IFL keine Bedeutung hat, weil das ein Showmatch ist, aber trotzdem zwei Spieler unserer IFL, die am Sonntag in ihre nächste Runde gehen wird. Das übertragen wir natürlich wieder am Sonntag um 18 Uhr auf unserem Twitch-Kanal. Und Dave, genau, ich bitte dich jetzt weiter, das Spiel zu kommentieren, weil wir sehen dich noch immer nicht. Ich bin noch immer nicht da. Es war ein guter Pass auf Travis Kelce, der zum First Down geht. Währenddessen können wir kurz darüber reden, was am Sonntag wieder stattfindet, nämlich unsere nächsten Spiele der Runde, sowohl für PS4 als auch auf Xbox One. Und wir starten da um 18 Uhr und um 19 Uhr und haben 2 Matches für euch, bevor es dann auch für uns in den Super Bowl-Abend geht, der bis in die Morgenstunden reinreichen wird mit vielen bestellten Chicken Wings von dem Chicken Wings-Lieferanten unseres Vertrauens. Du meinst dem Stripclub, wo die NFL-Spieler auch gerne ja, Chicken ich glaub Wings nicht. Essen? Das wird ein weiter Weg, da sind die Chicken Wings kalt, bis sie da sind. aber ich glaube, was ich sagen wollte, genau, wir kommen ja von einem Experten-Talk gerade, aus einer illustren Runde mit NFL und AFL und AFB-Experten aus allen Ecken. Und wer sich das anschauen will, der kann hier bei uns auf Twitch unten auf Videos klicken und sich das nach dem Stream anschauen. Beziehungsweise ab nächster Woche auch auf dem Touchdown Austria YouTube-Account nachschauen. Denn wir werden das sicher dort hochladen. Wir haben den ersten Touchdown im Spiel, 7:0. Ruft euch einen Touchdown in den Chat, dafür haben wir unsere Befehle eingerichtet. Und die Niners schreibt auch in den Chat, wenn ihr unseren Kanälen folgen wollt, ruft euch ein Folgen, dann kommt ihr zu unseren Social Media Kanälen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten bzw. auf dem laufenden gehalten. Und wir sehen schon den ersten Alert, ruft euch einen Touchdown. Und Bartolomeo schreibt in den Chat, go Sparty. Sehr gut, also wir haben schon wieder Fans von beiden Lagern im Chat, das gefällt mir. Soms ist da, Spartiaten, alles da. Spartiaten? Ist das der Fahrersdrück von Spartanern oder was? Ja. Ich hoffe. Okay. Ich habe 300 gesehen. Ach so.
So, jetzt ist endlich mal Brady am Feld und gibt ab zu Brett. Dritter und drei. Ob die Defense das blocken kann? Bin ich auch gespannt. Dritter und drei ist eine Situation, wo wir uns immer in unserem Moderatorenteam fragen, was für einen Spielzug macht man. Natürlich fragt man sich das auch im echten Leben, aber hier natürlich okay, nochmal die Gefahr, einen langen Pass zu machen. Oha. Von Tom Brady. Wow, aber perfekt gefangen. Das war sicher ein eingespielter Spielzug von beiden. Rob Gronkowski, wie auch von unserer Expertenrunde erwähnt wurde, der wurde jetzt auch schon öfter eingesetzt in diesem Spiel. Und jetzt ist Ronald Jones der Zweite auf der rechten Seite komplett frei, schafft das. Und dann läuft er nochmal, macht einen kleinen Haken, läuft in den Touchdown, beziehungsweise in die Endzone, wie man es möchte. 6-7 aus der Sicht der Buccaneers, extra Punkt. In Madden öfters nur eine Formsache, 7-7, Ausgleich. Wir haben ein Even Game. Und ich frage mich, Dave, wieso bist du nicht zu sehen? Es ist der Technikgott war bei unserer Expertenübertragung voll da. Jetzt da hat er uns scheinbar verlassen. Die Regie hat so viel vorgearbeitet. Die werden jetzt ein bisschen brauchen, bis sie alles wieder reparieren können. Aber genau. Das macht nichts. Ich spreche einfach aus dem Off. Stell dir vor, ich sitze neben dir virtuell. Virtuell sitzen wir ja immer nebeneinander, Dave. Quasi, das ist das Schöne. Quasi. Aber ich freue mich auch schon, wenn ich am Sonntag so ein Match sehe, mit vielen guten Offense-Spielzügen und einfach vielen Punkten, dann geht mein Football-Herz schon auf. Dahingehend dann auch die Frage, Dave, die wichtigste Frage des Abends am Sonntag. Was wirst du essen? Was werde ich essen? Ich glaube, es wird traditionell ein Burger werden, ein selbst belegbarer mit allem drum und dran. Burger ist natürlich immer gut. Ein bisschen Speck noch rein. Und wahrscheinlich wird es im Laufe des Abends natürlich ein bisschen Bier geben und sicherlich die ein oder anderen Chips und Nachos. Das und ein dazu. Gutes Spiel hoffentlich auch. Das gibt's hoffentlich und ein gutes zum Spiel. Nachtisch. Das gibt's nicht. Ja, das stimmt. Das gibt's zum Nachtisch. Was willst du dir reinziehen? Ich bleibe da auch traditionell amerikanisch. Burger an einem Super Bowl-Abend müssen sein. Auf jeden Fall so, dass ich während des Spiels schon im Food-Koma bin und gefühlt die Hälfte davon verpasse, weil mir mein Bauch so wehtut, weil ich zu viel gegessen habe. Ich lerne es einfach nicht und es ist einfach zu gut. Mal schauen, ob es dieses Jahr wieder so ist. Ich habe da das Gefühl, dass es wieder so passieren könnte. Oder so machen, wie es der Kevin vorhin gesagt hat, in der Halftime-Show, weil The Weeknd spielt und wahrscheinlich keine Special-Gäste dabei sind. Einfach mal nachladen und noch eine zweite Portion. Achso, weil der Anton gesagt hat, einfach mal schlafen gehen, dachte ich, du spielst darauf an, dass ich nach dem Essen ein bisschen müde bin und mich dann kurz hinlege und dann passend zum dritten Quarter wieder zurückgehen. Wer beim Super Bowl schläft, der hat die Kontrolle über sein Football-Leben verloren. Ja. Das sagen alle, Dave, weißt du, das sagen nicht nur wir, das ist ja die breit gefächerte Meinung aller Experten. Kontrolle über sein Leben muss man haben und Food-Koma gehört auch dazu. Food-Koma. Währenddessen gibt es ein neues First Down auf Travis Kelce. Fun Fact, gut, Travis Kelce und Gronk sind beide 31 Jahre alt. Das ist der funnigste Fact des heutigen Abends. Das war der Fun Fact. So, das war's. Wobei einer schon einmal retired war. So, ich bin älter und ich... Tyreek Hill über die rechte Seite. Na, wieso haut er sich dann hin? Plötzlich stolpert er irgendwie und bleibt liegen und geht zu Boden. Damit ist der Spielzug natürlich abgebrochen. Zweiter und drei, das hätte ein First Down sein können. Bei der Offense-Stärke beider Teams kann aber damit zu rechnen sein, dass das First Down, das neue, nur eine Frage der Zeit ist. Derweil ein relativ schönes Offense-lastiges Spiel, Dave. Ich glaube, ich würde sagen, wow, schöner Fake von Mahomes. Das bringt das neue First Down. Und ich würde sagen, Dave, über so ein Spiel würden wir uns am Sonntag auch freuen. Vom Spielniveau her. Also wie gesagt, ich glaube, ich bin da in guter Erwartungen, wenn es so ähnlich wird. Weil, wie gesagt, beide Offenses werden sich nichts schenken. Und ich habe es vorher schon einmal besprochen mit einem Freund, wie wir gequatscht haben. Die Defense der Kansas City Chiefs sind jetzt nicht atemberaubend. Oh! Und? Wow, und das ist die erste Interception des Spiels. Eine Interception, nicht schreiben in den Chat, die Interceptions sind für unsere
IAFL vorbehalten. Da zählen wir nämlich mit, wie viele Interceptions wir im Laufe unserer Übertragungen sammeln können. Das war jetzt eine in einer Show-Situation, deswegen zählen wir die nicht mit. Aber trotzdem natürlich, Dave, Interception ist einer unserer fröhlichsten Rufe. Auch wenn es für die beiden Teams natürlich, beziehungsweise für den einen Spieler, der sie verursacht, gar nicht mal so cool ist. So ist es. Was ich sagen wollte, ja genau, die Defense ist jetzt nicht atemberaubend und ich bin echt gespannt, ob die Buccaneers Defense standhalten kann gegen Patrick Mahomes und seine Maschinen, die er da hat. Also ich glaube, das wird ein High-Scoring-Game. Der Soms hat es vorher gut gesagt, 42-28. Ich gehe sogar so weit, dass ich wahrscheinlich wirklich sage, so 37-34 oder so. Ich bin echt gespannt. Wir sollten auch so ein Tippspiel machen. Boah, da wird unter uns Rob Gronkowski von drei Personen, von drei Spielern getackelt. Keine Chance weiterzukommen. Zu Tippspielen, ich bin da nicht so gut. Ich war in unserer Fantasy-Saison nur Siebter. Ich bin da raus. Dankeschön. Nächstes Thema bitte. Danke. Okay, ciao. Ja, aber es wäre wahrscheinlich eh offensichtlich, weil der Kevin nimmt sicher die Buccaneers, wie wir vorher schon gehört haben. Richtig. Wir haben gesehen, Two-Minute-Warning, die Zeit wurde kurz angehalten und gerade jetzt ein Spielzug zu einer neuen Angriffsserie. Die Buccaneers also wieder im Vormarsch. Super Pass geworfen von Tom Brady auf die rechte Seite. Und die Nummer 80, Howard. 1 Minute 42, beide Teams haben noch drei Timeouts. Dave, wir sagen immer, man muss natürlich auch die Uhr im Blick behalten, damit man nicht plötzlich vor 10 Sekunden vor dem Ende bedenkt, ah, mir geht die Zeit aus und dann hat man keinen Score mehr. Timeouts gibt es natürlich genauso wie in echt auch hier. Aber beide Spieler scheinen hier die Uhr gut im Blick zu haben. Und wir sehen die erste Auszeit, gerade wenn wir davon sprechen, genommen von den Tampa Bay Buccaneers. Ja, ein schlechtes Beispiel haben wir zum Beispiel beim letzten Match gesehen. Green Bay ein schlechtes Packers Beispiel haben Bucks. Wir zum Beispiel. Ja, ein Beispiel, beispielloses Beispiel. Ein beispielloses Beispiel. Haben wir bei den Packers gesehen, als sie sich für den Extrapunkt entschieden haben, für das Field Goal statt für den Touchdown. Rob Gronkowski bekommt den Ball auf der linken Seite, wird aber gerade noch geblockt, getackelt, out of bounds. First and goal, wenige Yards fehlen, nicht mehr 1 Minute 30. Also ein Zeitfaktor wird dieser Score jetzt nicht, sofern es einer sein sollte. Macht Tom Brady jetzt einen Wurf? Ich glaube, Tom Brady läuft selber rein, ich wollte sagen. Und nein, es reicht nicht. Second and goal und das sind jetzt nur noch Inches, die fehlen. Da hätte er sich fast in die Endzone rollen können, hat es aber nicht gemacht, wieso auch immer. Vielleicht, weil er schon ein bisschen älter ist. Tom Brady versucht es noch einmal. Jetzt macht er sicher den Pass. Ja, das ist richtig. Auf Antonio Brown, den viele nennen ihn den Skandalprofi. Ich bin der Meinung, wenn er fokussiert bleibt und seine Leistung abruft, dann ist er ein unglaublich guter Wide Receiver, der jedem Team helfen kann. Jetzt sind es halt die Tampa Bay Buccaneers und man sieht, er hat sich gut eingefügt in das Team und bisher, Dave, zu unserer aller Überraschung, noch kein Skandal. Noch nicht, noch nicht. Ich finde, er war aber auch noch nicht wirklich stark in der Öffentlichkeit bei den Buccaneers. Weil wir haben da noch nicht so viel gesehen von ihm, oder? Irre ich mich da? Antonio Brown war im wahren NFL-Leben noch nicht so präsent. Wir laden da kurz unseren Stream neu, da wir ein bisschen eine Verzögerung hatten. Da sind wir auch schon wieder. Travis Kelce haben wir gesehen. Der läuft ohne Probleme zu einem neuen First Down. 54 Sekunden noch auf der Uhr. Ja. Drei Timeouts aber noch auf Seiten der Chiefs. Also wenn sie mit der Zeit spielen, ist da noch genügend Möglichkeiten. Und wenn es so weitergeht, dann wird das noch reichen mit einem Score. Super Pass geworfen von Patrick Mahomes auf Tyreek Hill. Direkt die Auszeit gecallt von dem Kansas City Head Coach beziehungsweise unserem Spieler hinter dem Controller. Sehr hohes Niveau, muss ich dabei sagen. Gefällt mir sehr gut. Jetzt aber ein Pass ins Niemandsland. Der ist no good, wie die Schiedsrichter, die Referees immer sagen und zeigen. Ja. No good. Patrick Mahomes kann nicht gerne landen, ne? Und no good sagen wir dabei auch zu Daves Webcam und zu Daves Kamera, die noch immer nicht vorhanden ist. No good. Da hat uns der Technik gut, beziehungsweise Gott, gut, ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich ein sehr spannendes Spiel nach unserem sehr spannenden und exzellenten Experten-Talk im Rahmen von Super Bowl 55. Währenddessen 3. und 6 mit Mahomes auf Bell ins Out of Bounds. Und wir haben jetzt noch 34 Sekunden. Ein letztes Timeout ist noch offen. Würdest du nochmal laufen bei 4 und Inches? Bei 4 und Inches ist es jetzt erstmal wichtig, gleich das First Down zu machen und dann sofort die Auszeit zu nehmen. Ich würde aber eher werfen auf einen Freien auf der rechten Seite. Ist er frei? Doch nicht so! Das ist doch viel zu offen! Das Shit. Ist die Interception und das ist, damit ist klar, dass die Kansas City Chiefs hier im zweiten Quarter vor der Halbzeit keinen Score mehr erzielen werden. Also unter Voraussetzung, dass jetzt nicht sofort eine Interception und Pick 6 passieren, aber davon gehen wir mal nicht aus. Stattdessen nochmal die Möglichkeit für die Buccaneers. Brady läuft ein bisschen nach hinten, befreit sich gut auf Godwin mit einem super Pass. Der läuft out of bounds, damit wird die Uhr gestoppt. Dave, ein perfekter Spielzug, den man an diesem Zeitpunkt nicht besser machen könnte. Ja, man sieht, der Soms spielt anscheinend öfter mit Tom Brady, weil er immer wieder aus der Pocket rausläuft und sich die Spieler anzieht, ob sie gedeckt sind oder nicht, und wird dann den Pass verwerten. Ja, jetzt zum Beispiel wieder guter Pass auf Godwin, aber das ist ja, jetzt Mann. Genau, der ist in Bounds gefangen, das heißt sofort die Auszeit nehmen, 15 Sekunden noch, 2. und 5, also es wird knapp, aber bis zur Field Goal Range ist es jetzt nicht mehr allzu weit, vielleicht noch knapp 20 Yards, damit sich das ausgeht, nicht einmal. Also man kann sagen, ein sehr taktisches Spiel von beiden Seiten und ein super interessantes Spiel, ausgeglichen. Sehr, also. Sehr cool. Schöner Pass auf Godwin, nein, der lässt den Ball nochmal aus. Oje, oje, das wäre das mögliche Field Goal gewesen, aber dann fängt er den Ball nicht. 3. und 5, 11 Sekunden noch. Tom Brady lässt sich Zeit, wirft auf die rechte Seite und der ist aber wiederum intercepted. Wieder intercepted. Jetzt ärgere ich mich, dass das Spiel nicht im Rahmen unserer IAFL stattfindet, weil das wäre jetzt schon die 3. Interception, die wir zählen könnten. Aber Phils schreibt in den Chat, Rufzeichen Interception, aber wir zählen sie nicht, 3. Das ist unser eigener Counter. Danke, Philipp, für deinen Dienst. Taxifahrer Timo schreibt, er hat noch nie mit Brady gespielt. Ich habe noch nie mit Brady gespielt. Verrückt. Das muss man auch erstmal schaffen, Madden zu spielen und das ohne je Tom Brady auszuwählen. Lieber Dave. Aber du wirst das verstehen. Ja. Du bist ja nicht der größte Brady-Fan. Ich verstehe das. Mittlerweile habe ich sehr großen Respekt vor Tom Brady, weil es halt einfach kein Stoppen gibt für ihn. Und man sieht, also ich glaube, irgendwann wird er das Gesicht dieses Franchise werden. Ich glaube, die NFL wird irgendwann eine Statue für ihn bauen, weil er einfach der GOAT ist. Und ich hatte ihn ja eingeschätzt, dass er jetzt eine halbe Saison spielt und sagt, danke, ich gehe in Rente, alles egal. Und ich habe mich geirrt, Er bringt einfach die Patriots quasi zu den Bucks. Und nimmt alles mit, was er kann. Und alle Patriots-Fans getriggert. Alles um. Du hast gerade alle Patriots-Fans getriggert. Ich hoffe, du kommst damit klar. Das Leben ist hart als Patriots-Fan, sag ich mal, oder? Da wird das auch nicht mehr so ausschlaggebend sein. Chris Godwin fängt den Ball. Ein paar Yards sind das auf jeden Fall. 2. und 4. 6 Minuten noch auf der Uhr. Noch kurz zum Modus, ihr werdet es vielleicht eh schon bemerkt haben, wenn ihr von Anfang an dabei wart. 4x7 Minuten ist unser Spielmodus im Rahmen der IAFL. Diesen Modus haben wir auch für dieses Showmatch beibehalten. Also noch knapp 14 Minuten Ingame-Zeit und die Möglichkeit für die Kansas City Chiefs auszugleichen. Mike Evans mit einem schönen gefangenen Pass, aber nein! Den Ball lässt er aus! Das ist ein Fumble! Ja. Ein Fumble auf... Und die Chiefs haben den Ball. Da kann ich gar nicht mehr richtig reden. Immer solche prekären Szenen. Turnover. Chiefs im Ballbesitz und die Möglichkeit auszugleichen. Also wir haben jetzt innerhalb von 3 Spielminuten... Und Edwards erlernt Dave. Dave, ja, das geht selber. Das. Und er... Das ist unglaublich. Das war First Down, oder? Das war knapp. Das war First and Goal. Oh mein Gott, hätten da noch... Oh, schau, wie knapp.
wirklich am letztmöglichen Zeitpunkt ging er da zu Boden. Das wäre sonst ein unglaublicher Run gewesen, der jetzt leider nicht ganz belohnt wurde. Aber first and goal, first and inches, würde ich sagen, bis zum Touchdown. Mahomes versucht selber. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Okay. Es schaut so aus, als hätten die... Second and goal, alles gut. Als hätten die Chiefs den Ball recovered. Aber stell dir vor, so knapp vor der Endzone den Ball hergeben müssen, das wäre unglaublich bitter. Fisch schreibt in der Zeit Fumble 1. Fumble, aber wir ziehen es nicht 1. Oh. Und jetzt aber, nein, wieder. Wieder kein Fumble. Da es ein Tackle war, beziehungsweise Patrick Mahomes wurde bei seinem Wurf schon getackelt. Dadurch zählt es nicht als Fumble, weil es kein ausgeführter Pass war. Und wieder, was ist das jetzt für eine gute Defense von den jetzt Tampa Bay Buccaneers? Unglaublich. Dreimal schon. Inches vor der Endzone. Noch einmal den Ball verhindert, dass er sich in die Endzone bewegt. Unglaubliches Niveau, unglaubliche Defense-Leistung hier von den Tampa Bay Buccaneers. Aber jetzt aber ist jetzt, es soweit. Jetzt haben wir es. Wer wagt, der gewinnt. Vierter Versuch wurde ausgespielt. Tyreek Hill von Walter Reiterer als MVP des Super Bowls beschworen. Macht den Touchdown. 13 zu 14. Field Goal ist, nicht Field Goal, extra Punkt. Geht daneben. Das ist jetzt bitter aus der Sicht der Chiefs. Ein spannendes Match. Unglaublich. Aber wir sind am besten Weg dorthin, wo es alle hinprophezeit haben. Es wird ein sehr knappes Game. Und am Ende wird Tyreek Hill der MVP. Das hast du schön gesagt. Mal schauen, ob das so passiert. Am Ende gewinnen die Besseren, heißt uns immer. Chiefs-Fans hätten natürlich nichts dagegen. Es gibt ja heuer sowieso nur wahrscheinlich nicht die Bucks und die Chiefs, oder? Als Bandwagon-Fans. Die Patriots sind es dieses Jahr auf jeden Fall nicht gewesen. Ja, ja. Aber ich glaube, auch ihre Zeit wird wieder kommen. Wie wir vorher im Chat gelesen haben, hat einer gesagt, es gibt die guten Scouts und die sind überall und finden schon den passenden Quarterback, der sie wieder in die Playoffs kicken wird. Wenn Tom Bradys Kinder dann spielen werden, dann spätestens werden die Patriots wieder Erfolge haben. Es gibt auch noch genug Rivers-Kinder, die sicher durch irgendwelche... Ich glaube, ich habe bei 12 oder 13 aufgezählt. Wie viele sind sie? Zweistellig auf jeden Fall. So, Soms mit Brady. Soms mit Brady auf ein Ronald guter Jones. Pass auf guter Jones. Pass. Ronald Jones schafft es auch noch ein paar Yards mehr zu machen. First and 10. Die Tampa Bay Buccaneers sind drauf und dran, ihre Führung auszubauen. An der 44-Yard-Linie der Gegner der Kansas City Chiefs. Brady lässt sich Zeit, wirft auf die rechte Seite. Wieder ist es Gronkowski, der den Ball fängt und schon des Öfteren jetzt die Ansprechperson von Brady war in diesen Spielzügen. Zweiter und 4. Das ist jetzt ein sehr solider Vorstoß, ein sehr solider Drive von den Bucks, die hier drauf und dran sind, die nächsten Scores zu machen, sofern da keine Interception passiert. Aber gut gelöst. Nächster Pass, der gut ankommt. First and 10. Man sieht, Brady geht mit seiner Offense einfach gerade nach vor. Da gibt's einfach durch. Wissen. Wie eine Dampfwalze marschiert er voran durch die Mitte. Und so schnell kann es gehen, Dave, sind wir schon an der 6-Yard-Linie, absolut in der Red Zone der Kansas City Chiefs und die Buccaneers drauf und dran, ihre nächsten Scores zu machen. Wären das jetzt Punkte? Jetzt noch nicht, aber... Jetzt noch nicht. Die Möglichkeit gibt es noch immer. Aber wir haben vorher schon gesehen, dass Patrick Mahomes und seine Offense ein bisschen gestruggelt haben in der Red Zone. Warum soll es Brady da jetzt anders gehen? Es steht 13 zu 14, ein spannenderes Match kann es nicht geben. Da wurde Brady fast getackelt, aber schafft's noch. Aber das ist kein Touchdown, oder? Na, das sind Inches wahrscheinlich. Third and goal. Nein, ein Yard fehlt zu den nächsten Punkten. Ein Yard fehlt, stimmt, ja. Dritter und goal. Das hätte aber Gronkowski wahrscheinlich auch nicht geschafft, hier sich noch in die Endzone zu wälzen.
Und jetzt versucht Brady selber, das wurde, aber dieser Quarterback-Sneak wurde gut erkannt. Dave, was ist das bitte für eine starke Defensivleistung beider Teams, gerade in den letzten Yards vor dem Touchdown? Der Spartaner kann die Züge gut lesen und auch sehr schnell darauf reagieren. Und das merkt man auch. Deswegen haben wir jetzt Vierter und sie spielen ihn aus. Brady versucht es nochmal. Die Bucks sind vorne um einen Punkt und sie versuchen es jetzt mit dem ausgespielten vierten Versuch. Das ist der Sack. Die Kansas City Chiefs verhindern einen Touchdown und ein Field Goal. Beides und sind damit wieder in Ballbesitz. 16 Sekunden vor Ende des dritten Quarters. Ja. Und damit. Lieber Spartaner, es ist Zeit, sich die Führung zurückzuholen. Le'Veon Bell wird ganz früh getackelt. Dave, von einem offensivlastigen ersten, von einer offensivhaltigen ersten Halbzeit, jetzt plötzlich ein unglaublich starkes Defensivspiel, das aber auch entzücken kann. Es müssen ja nicht immer die mörderischen vielen Punkte sein. Es kann ja auch einmal einfach das gute Defensivniveau sein. Auch wenn wir natürlich wissen, ich erinnere an die Super Bowl LA Rams gegen New England Patriots, das war nicht der attraktivste. Nein. Das attraktivste Finale, das ich es nämlich nur zu dunkel beobachten gab. Ich habe ich geschlafen. Ich bin enttäuscht nach Hause gegangen. Aber mit vollem Magen, das ist wichtig. Das ist wichtig. That's the American way. Ja, genau. Glaube ich. Also, wir sind im letzten Quarter, 6 Minuten 30 noch auf der Uhr. Die Kansas City Chiefs können mit Punkten, wenn sie jetzt anschreiben, die Führung übernehmen. So funktioniert es. Watkins! Guter Pass auf Watkins. Tankt sich seinen Weg über die rechte Seite durch, wird aber gerade noch gestoppt. Trotzdem ganz viele Yards. 30 und mehr. Sehr, sehr stark gelöst von Mahomes auf Watkins. Wieder der Ball. Ah, guter Pass auf Bell. Einen Running Back von ihm auf Le'Veon Bell, der es wieder schafft, ein paar Yards zu machen. Zweiter und eins. In ihren Vorstößen sind es jetzt doch sehr gut, Dave, beide Spieler. Also wie gesagt, ich bin echt gespannt, wer das gewinnt. Auch wenn es nur um die Ehre geht, des virtuellen Super Bowl in der EAFL. Glaube ich, schenken sie sich beide nichts. Der Soms ist auf jeden Fall schon mit mehr Sieg nach Hause gegangen als der Spartaner. Aber im Moment ist es sehr offen. Der Ball ist incomplete. Vierter und fünf. So schnell kann es aber gehen. Ganz schnell ausgeführte Spielzüge. Und jetzt riskieren es die Chiefs, Dave. Das ist der Abend der ausgespielten vierten Versuche. Ich halte mich fest. Patrick Mahomes bekommt den Ball. Lässt sich Zeit, geht alleine. Das ist ganz, ganz gut gelöst. Neue First Down Angriffsserie für die Kansas City Chiefs, die sich schon in Field Goal Range befinden. Also, unglaublich hohes Niveau. Ein packender Super Bowl, so wie wir ihn gerne sehen würden am Sonntag. Und jetzt aber, Dave, ist das die Vorentscheidung. Aber wir zählen es nicht vier. Ausrufezeichen Interception, aber wir zählen sie nicht vier. Diesmal zugunsten der Tampa Bay Buccaneers. Wenn sie jetzt einen Score machen, könnte es eine kleine Vorentscheidung werden. Ronald Jones tankt sich durch. Aber natürlich jetzt auch die Bucks im Vorteil. Sie können mit der Zeit spielen. Können immer in Bounce bleiben, damit die Zeit runterlaufen lassen. Die Chiefs werden gezwungen sein, irgendwann mal ein Timeout zu nehmen. Also, Vorteil Buccaneers, auch wenn die Chiefs natürlich noch nicht verloren haben. Ronald Jones läuft aber zum nächsten First Down. Das hilft den Bucks gerade enorm. Ich bin begeistert, Dave. Und für alle, die von diesem Niveau genauso begeistert sind wie wir, folgt unserem Kanal, einfach das Herz in unserem Channel aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Veranstaltung von uns. Und jetzt ist Ronald Jones jawohl, der zweite die durch Richtung. Und geht nochmal auf die linke Seite. Was macht er denn? Was macht er denn? Oder war das alles geplant? Da stolpert er. Ich glaube, sie wollen seine gute Show bieten und das schaffen sie auch. Entweder das oder das war geplant, damit die Zeit jetzt nochmal runterläuft. Wenn das so ist, dann ist es ein 500 IQ-Play. Und dann kann ich nur meinen Hut ziehen vor Spartaner an Steuer, Soms natürlich, Verzeihung, Spieler der Bucks. 2 Minuten 13, wenn jetzt kein Spielzug mehr ausgeführt wird, wird das die 2-Minute-Warning sein. Ja, richtig.
Die Zeit wird noch einmal gestoppt. Kein Team muss eine Auszeit nehmen. Phil schreibt in den Chat, das war alles 200 IQ. Ich bin begeistert von diesem Niveau. Es ist echt gut, also wie gesagt, ich glaube... Oh, und Ronald Jones! Nein, oder? Nein, das ist nicht. Nein. Dritter an der Ein-Yard-Linie, Dritter und Goal. Dave, scheitert er jetzt wieder da dran? Das ist jetzt aber trotzdem eine gefährliche Situation. Eine gefährliche Situation, weil wenn dieser Versuch jetzt nicht gelingt, was machst du dann? Übrigens, Timeout genommen von den Kansas City Chiefs, 1:55 noch auf der Uhr. Versucht es Brady mit einem Quarterback-Sneak. Nein, versucht das nicht. Oh. Und der Ball ist incomplete. Vierter und Goal. Und jetzt, lieber Dave, die Bucks führen um einen Punkt. Machen sie das Field Goal, reicht den Chiefs das Field Goal nicht. Ich würde Packers machen. Es wird der ausgespielte vierte Versuch. Ausgespielter vierter Versuch auf Seiten der Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady, kann er die Super Bowl entscheiden mit seinem Wurf auf Chris Godwin. Das ist der Touchdown für die Tampa Bay Buccaneers. 20:13, 7 Punkte die Führung. Nächste Frage, Dave. So viele Taktikfragen hier. Nimmst du den extra Punkt und riskierst, dass der Gegner mit einer Two-Point-Conversion auf zu dir gleichziehen könnte? Oder machst du die Two-Point-Conversion? Er macht die Two-Point-Conversion. Wow. Das 7 Punkte sieht grochones, die Führung. Sag ich mal. Werden es 9. Ich kann mich nicht mehr auf meinem Sessel halten. 1:51 vor dem Ende. Der Ball an der 2-Yard-Linie. Two-Point-Conversion. Versuch der Tampa Bay Buccaneers zum möglichen 22:13. Ich muss immer weiterreden, damit ich nicht aufhöre. Und der ist aber und gut. Und da ist sie, jawohl. Two-Point, gut. Chris Godwin, der Spieler, der den Touchdown gefangen hat, jetzt auch mit der Two-Point-Conversion. 9 Punkte, wenn ich mich nicht verzähle. Mathematik war nie meine Stärke, aber 9 Punkte müssen es sein. Das ist nicht ganz gut, aber das stimmt. Dankeschön für die Bestätigung. Das wird jetzt ganz schwer für unseren Spartaner, der jetzt dringend einen Touchdown braucht und dann aber nochmal einen Score. Es ist ein Two-Point-Game. Aber bei 1:46. Ich muss da kurz unterbrechen. Ich finde es beunruhigend, dass da links oben Positive Play steht in der heutigen Zeit. Stay negative, always. Stay negative, play positive. Play positive. Könnte der neue Slogan von Madden sein eigentlich. Ja. Aber gut. EA ruft uns aber an, wenn wir Marketing-Experten. Guter Schritt. Wenn ihr Marketing-Experten braucht. 1:20 auf der Uhr, 1:07, die Zeit läuft den Kansas City Chiefs davon. 2 Timeouts haben sie noch. Mahomes braucht jetzt dringend viele Yards. Lässt sich Zeit mit dem Ball. Wird nicht getackelt. Sehr gut. Yards geht gut über die rechte Seite. Neues First Down, die Zeit wird angehalten. 56 Sekunden noch übrig. Lieber Dave, ich würde gerne deine Mimik zu diesen ganzen Spielzügen sehen, aber... Ich bin fassungslos. Ich habe die ganze Zeit die Hände vom Mund. Der Regiegott sagt nichts dazu. Oh, der Ball ist incomplete. So konntest du dir wenigstens deine Hose wieder ausziehen. Stefan, ich muss dich fragen. wie die Kansas City Chiefs, die müssen jetzt auch bald die Hose runterlassen, damit sie da Punkte das ist ein weiter Ball. Interception! Die nächste für die Tampa Bay Buccaneers. Das ist wohl die Entscheidung. And I call win Super Bowl 55 geht an die Tampa Bay Buccaneers. Auch wenn die Zeit natürlich noch nicht vorbei ist, aber jetzt können sie abknien. Das wird's gewesen sein. Auch wenn sich's mit den Timeouts vielleicht sogar noch ausgeht. Die Zeit. Oh, was passiert denn jetzt? Dave! Wollen die uns noch eine Show bieten? Ich glaube, die wollen uns eine Show bieten. Sichtlich verwirrt. Die Tampa Bay Buccaneers geben 30 Sekunden vor dem Ende noch einmal den Ball ab an die Chiefs. Er soll es nochmal probieren. Er gibt dem Spartaner noch eine Möglichkeit auf einen Drive. 13:22. Aber ich schaue auf mein kluges Blatt. Dave, ich schaue auf mein kluges Blatt, ob einer unserer Experten gesagt hat 13:22. Nein. Wir haben kein genaues Ergebnis so getippt für unsere Expertenrunde. Jetzt kann ich dich ja wieder fragen, was machst du bei diesem Score bei dieser Zeit? Ja, es ist eine schreckliche Entscheidung, weil du musst ganz dringend einen Score machen. Bei Onside-Kick ist quasi unmöglich. Naja, aber du musst den Onside-Kick gehen, weil sobald du den Ball hergibst, knien sie ab. Also es ist im Prinzip eine aussichtslose Situation, wo wahrscheinlich die Spieler schon beginnen, ein bisschen aufzugeben. 14 Sekunden noch, 12, 10. Einen Spielzug werden wir noch sehen.
Das ist aber die nächste Interception des Spiels. Interception, aber wir zählen nicht. Die sechste, 8 Sekunden vor dem Ende. Anna-Sophie 99 hat genau den Emoticon für meinen Gesichtsausdruck gerade. Tom Brady kniet ab. Die Zeit läuft ab. 5, 4, 3, 2, 1. Super Bowl 55 geht laut unserer Prognose an die Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady holt sich seinen nächsten Ring und den Kansas City Chiefs bleibt die Titelverteidigung verwehrt. Danke an unsere beiden Spieler, danke an den Spartaner und an Soms, an die Spieler von den AFC Warlords und den Projektspielberg Graz Giants. Danke, dass ihr dieses Spiel für uns absolviert habt und alles Gute an euch für euer nächstes IAFL-Match am Sonntag im Vorlauf vor dem Super Bowl. Also alle einschalten am Sonntag um 18 Uhr. Dave, ich hole uns jetzt zurück in unsere Player-Szene. Uns nämlich. Hoffentlich deswegen hole ich nicht uns zurück, sondern niemanden von uns, da du ja nicht zu sehen bist. Soms und Spartana, die beiden spielen im PS4-Zweig von unserem AFL Pro Cup. Da gibt es coole, fette Preise zu gewinnen. Schaut bei uns vorbei. Wir haben jeden Sonntag Matches für euch live am Start und wir quatschen drüber. Der Gregor ist dann auch wieder dabei und danach vielleicht, wir werden sicher auch viele Geschichten über den Super Bowl erzählen und lustige was wir Predictions essen werden, hören. Wie sehr wir uns freuen. Predictions, was wir essen werden und was es zu essen geben wird. Im Lockdown sind die Möglichkeiten nicht so groß, aber ich glaube, es wird recht spannend und wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Follow da. Schaut vorbei, wenn euch Madden interessiert. Schaut auf die EAFL-Seite, touchdownaustria.at. Und Stefan, hast du noch was zu sagen, dass du auch was gesagt hast, wenn du schon im Bild bist alleine? Ich habe mich jetzt die Ehre genommen und habe mich einfach selber ins Bild gesetzt, nachdem du ja nicht zu sehen bist. Ich bin jetzt einfach der MVP unseres Streams und beende das damit. Nein, natürlich nicht. Das ist eine große Teamleistung. Danke vor allem auch an unser ganzes Team, an den Philipp, an den Dave, an den Kevin, an den Gregor, dass das heute so gut geklappt hat, auch wenn der Dave jetzt nicht zu sehen war. Unser NFL Super Bowl Talk war unglaublich cool. Wir hoffen, euch hat das auch gefallen. Fat Lazy Gaming schreibt nochmal, bald braucht Brady mehr Hände für seine Ringe. Ich hätte gern einen, der ist nämlich viel wert, aber dazu wird es nie kommen. Ich habe einen imaginären aus dem Fantasy Football, der reicht mir. Der ist, glaube ich, 3,50 wert und aus China. Trotzdem ist er ein Zeichen meines Sieges. Den hat der Dave noch nicht. Das 53? Ich bin immer im grandiosen Mittelfeld, aber meine Zeit wird kommen. Ich bin wie die Bucks. Irgendwann springe ich über meinen Schatten. Irgendwann kommt Tom Brady zu dir und wir. Irgendwann hole ich mir Tom Brady und dann werdet ihr alle noch schauen. Genau. Vielen Dank an alle, die bis zuletzt dabei waren. Danke an alle, die bei unserem Experten-Talk Fragen gestellt haben. Es war richtig, richtig cool und wir hoffen, dass das nicht unser letztes großes Projekt mit coolen, coolen Gästen war. Danke nochmal, falls die Gäste jetzt noch dabei sind. Danke an euch, dass ihr dabei wart. Dave, ich hoffe, wir sehen dich am Sonntag wieder. Ich hoffe, ich bin auch wieder im Bild am Sonntag. Auch wenn jetzt in unserem Screen steht, see you on Sunday. Wir hoffen, wir sehen den Dave am Sunday. Aber habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir sehen uns im Bälde wieder. Wir sehen uns. Macht es gut. Bis Sonntag. Tschüss. Tschüss.